Gut, fangen wir jetzt trotzdem an und schieben noch ein bisschen für den restlichen Stream die unsere Außensendung, nee, wie sagt man, die Außenwette hat noch keinen Strom. Wir müssen noch ein bisschen improvisieren. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ich fange an mit Top 0, Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal. Gibt es da Anmerkungen zu Ideen, Änderungswünsche? Hat jemand seine Änderungen nicht selber eingetragen und möchte sich jetzt dafür beschweren? Das okay, ich kommentiere das jetzt nicht. Okay, gibt es nicht. Also sehe ich mal, gibt es jemanden, der gegen die Genehmigung ist des Protokolls? Dann ist das, oder möchte sich enthalten? Der Olaf möchte sich enthalten, dann ist das einstimmig bei einer Enthaltung. Bitte? Okay, zwei Enthaltungen. Ja, macht ja nichts. Kann ja jeder. Wo sind wir? Wir sind bei der Phrase hier. So. Kommen wir zu Top 0. Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben einmal einen nicht öffentlichen Teil Top 7, 10 Jahre Piratenpartei. Und wir haben fraktionsöffentlichen, nicht öffentlichen Teil 10 Jahre Piratenpartei. Und ich würde gerne noch 20 Minuten Strategie anmelden. Wie lange soll der 10 Jahre Piratenpartei gehen? Ich mache mal 10 Minuten, dann wäre ein nicht öffentlich fraktionsöffentlicher Teil von einer halben Stunde. Und wir haben zwei Beschlussvorlagen und ein strategisches interner im nicht öffentlichen fraktionsnicht-öffentlichen Teil. Das strategische interner wird circa eine Viertelstunde dauern, die beiden Abstimmungen. Also machen wir da auch noch eine halbe Stunde draus. Genau, wäre eine Stunde nicht öffentlicher Teil. Gibt es sonst noch Anmeldungen dazu? Ich schreibe noch einen Top 7,5 rein. So, und gibt es jemanden, der gegen die Abhaltung der nicht öffentlichen Teile ist? Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? Auch nicht. Dann ist das einstimmig angenommen. Dann machen wir, nein, dann verfahren wir so. Machen wir weiter, Top 2, Bericht der Pressestelle. Jawohl, ich mache es kurz. Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Wir haben Plenum diese Woche, entsprechend Vorbereitung mit allem, was dazugehört. Plenarübersicht ist gestern rausgegangen. Und ansonsten versuche ich auch alleine das Programm durchzuziehen, was wir sonst immer durchgezogen haben. Wir werden sehen. Heute Premiere CarOffice. Ich hoffe, wir haben das für den Start ganz gut auf die Beine gestellt. Die ersten Pics sind bei Twitter, kann sich jeder anschauen. Ich finde, es sieht super aus und ich hoffe jetzt natürlich, dass es mit Strom losgehen kann und wir einen erfolgreichen ersten Tag haben. Morgen sind wir dann in Düsseldorf. Die NRZ hat heute auch das Thema schönerweise aufgenommen. Dann am Donnerstag sind wir in Neuss und am Freitag sind wir in Witten, anlässlich Frasi heute und dann die nächsten drei Tage Plenarsitzung. Das wird das Thema beim CarOffice sein. Die Anträge, die wir haben, sind entsprechend auch angekündigt, sodass wir aus dem Landtag raus zum Bürger gehen. Ansonsten nur eine Kleinigkeit. Ihr erinnert euch an das Fotoshooting, was wir hatten im Dezember. Ich habe die Bilder da. Ich werde versuchen, in den nächsten Tagen jedem NDL den Link zu unserem Server, wo die Bilder liegen, zuzuschicken, mit der Bitte, maximal 10 Bilder auszusuchen, die euch gefallen, die ihr quasi autorisiert. Und diese werden dann nochmal vom Fotografen gesondert bearbeitet, damit die wirklich schön sind. Weil es sind sehr, sehr viele Bilder. Und kleine Pickelchen wegmachen oder hier ein bisschen und da ein bisschen. Ihr wisst, was gemeint ist. Aber wie gesagt, in den nächsten Tagen bekommt ihr dazu eine Mail. Ja, an großen Dingen war es das eigentlich dann. Danke. Gibt es Fragen zum Bericht oder an die Pressestelle? Zum Bericht der oder an die Pressestelle? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir jetzt zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Da gibt es einen Link zur gestrigen Vorstandssitzung, aber den habt ihr alle gelesen. Ja, es ist so, dass im März, das ist eine Information, die Rentenversicherung bei uns prüfen wird. Nur, dass
sich niemand wundert, wenn da jemand bei mir im Büro sitzt, das wird dort passieren, und nicht so aussieht wie ich und vor vielen Unterlagen steht, dann ist es der Vertreter der Rentenversicherung. Der Vorstand hat gestern beschlossen, Frank Herrmann zur Sicherheitskonferenz nach München zu entsenden. Und gestern ist vom Vorstand beschlossen worden, dass es auf Vorschlag von Moni im Rahmen der Themenwoche BGE, die ist vom 26. bis zum 6. März, eine Podiumsdiskussion im Landtag am 1. März geben soll. Da wird jetzt seitens Moni und Tina werden da jetzt noch die konzeptionellen Grundlagen und die finanziellen Grundlagen zusammengestellt. Ich habe da gestern Abend schon eine Mail bekommen. Also das ist in der Mache. Dann werden zwei Stellenausschreibungen für den Bereich Innenpolitik, Netz- und Medienpolitik, die gehen heute raus. Und da möchte ich auch jeden bitten, wer jemanden kennt, der Interesse hat, die Stellenausschreibung kann man gerne weiterreichen. Gut, da gibt es eine Nachfrage vom Grumpy. Nein, keine Nachfrage, nur eine Erweiterung. Ich kopiere eben einen noch geschlossenen Link zu einem Vorbereitungspad für die Themensammlung für die BGE-Woche, welches ich ja schon eigentlich vorbereitet haben wollte, aber aufgrund der Krankheit nicht dazu gekommen war. Ich schalte das gleich mal frei für die Öffentlichkeit, damit es halt ganz einfach schon mal nicht Themensammlung BGE, sondern also sind halt schon mal vorbereitende Maßnahmen halt für eine Diskussion dann auch hier in der Fraktion. Okay, soweit. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Wünsche, Bitten, Petitionen? Ja, nicht öffentlich. Na gut. Okay, dann sind wir bei Top 4. Top 4 werde ich jetzt Kraft meines Amtes nach hinten schieben, weil wir das ja streamen wollten an das nicht stromhabende CarOffice. Dann gehen wir jetzt, ja, das ist schwierig, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Top 5 und zwar zu dem Teil, wo wir über Redner und Plenum reden, weil das wollten wir eh nicht streamen und von daher können wir das jetzt auch machen, damit wir hier keine Zeit verlieren, sonst müssen wir jetzt die erste Zigarettenpause machen. Und selbst der Hardcore-Raucher wird noch nicht die Lunge tieren müssen. Na gut. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal ins Plenarpad. Also wir springen zu Top 5, Redner- und Abstimmungsempfehlungen, Plenarpad. So, wir fangen an Mittwoch mit der getauschten Aktuellen Stunde. Die Landesregierung darf gegenüber Rechtspopulisten nicht schweigen. Antrag der CDU. Rednerin, glaube ich, ist Simone. Nee, das ist jetzt schon getauscht, weil meine solche Ursprünge am Donnerstag sagen, ist jetzt auf Mittwoch. Ja, wir sind bei Mittwoch. Mittwoch? Was? Ach so, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Die Aktuelle Stunde ist ja jetzt Uneinigkeit der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik. Entschuldigung, und da ist natürlich Simone. Da war ich jetzt. Ich tausche das kurz, und dann, so, ich kopiere das nach oben. Der Grumpy redet jetzt dazu. In der Zeit kann ich tauschen. Also, ich erläutere das ganz kurz. Auf Wunsch von CDU und FDP, da Frau Ministerpräsidentin Kraft am Mittwoch nicht im Hause sein kann, sind diese beiden Aktuellen Stunden im Vorschlagsverfahren der PGs seit gestern Abend sozusagen im Tausch. Das ist noch nicht 100% eingetütet, aber es macht natürlich relativ wenig Sinn, von einer der beiden anderen Oppositionsfraktionen ein Thema behandeln zu lassen, wo explizit die MP angesprochen wird, Frau Ministerpräsidentin, und gar nicht da ist. Aus tatsächlich bestimmten terminlichen Gründen, wie auch immer, das steht ja bei denen offiziell immer auf der Werbeseite, müssen wir ja gar nicht drauf eingehen. Von daher, um das halt zu ermöglichen, gibt es dann halt die Anregung, dass diese beiden Sachen getauscht werden. Das ist hier bei uns jetzt in der Vorbereitung noch nicht geschehen. Wurde jetzt zwischenzeitlich gemacht, das heißt, ich habe die zeitliche Lücke überbrückt. Hast du super Dankeschön. Gemacht. Ich kann Copy and Paste, wenn ich nicht viel kann, aber Copy and Paste geht. Okay, also wir fangen natürlich an mit Uneinigkeit der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik. Landesregierung muss Farbe bekennen, unsere Rednerin ist Simone. Zielrichtung steht da schon ganz schön viel. Referentin haben wir da auch.
So, zack. Zweitens, Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung, Untersuchungsausschuss Silvesternacht 2015. Dietmar, Entschuldigung. Bei der Aktuellen Stunde, wieso muss die Landesregierung Farbe bekennen? Rot-Grün muss Farbe bekennen, oder? Ist das nicht eine politische Fragestellung, nicht eine Frage der Exekutive? Okay. Klammer auf, Anregung. Klammer also die Zielrichtung dieser Aktuellen Stunde ist ja, Rot-Grün sind sich nicht einig, Landesregierung sagt, wo es lang geht. Okay. Auf Frau Rot-Grün sind sich einig, die Landesregierung muss dazu eine. Ja. Haben wir nicht Rot-Grün im Bund? Ich bin da noch ein bisschen 2005. Ja. Es ist ein durchaus berechtigter Einwurf von Dietmar, wenn der Titel schon sagt, Landesregierung muss Farbe bekennen und die Landesregierung meldet sich gerade ab für den Mittwoch, also sprich die Ministerpräsidentin. Wir reden jetzt hier vom Mittwoch, von der Aktuellen Stunde für Mittwoch. Ja, Mittwoch ist sie auch da, Donnerstag ist sie nicht da. Nein, sie ist Donnerstag, sie ist Mittwoch nicht da, deswegen wird sie... In der zweiten Aktuellen Stunde geht es ja um die AfD in den Mediengeschichte und da ist sie direkt angeschritten worden. Hier ist nur die Landesregierung angesprochen worden. In der anderen Aktuellen Stunde ist Ministerpräsidentin angesprochen worden. Okay, also die Kraft soll bei der AfD Aktuellen Stunde da sein. Sie ist Mittwoch nicht da, deswegen ist die jetzt auf Donnerstag geschoben. So. Und Landesregierung muss Farbe bekennen, macht dann der Integrationsminister oder sowas, keine Ahnung. Ja, was weiß ich denn, was wir die da hinschicken? Jäger. Also es ist getauscht worden auf Antrag der CDU-FDP oder wird getauscht oder wie auch immer, ne? Also wird getauscht werden, Futur 7. Ja, wenn die das so wollen, dann ist das halt so. Also wir können jetzt da meckern, aber wir verhindern es nicht durch unsere Diskussion. Von daher, Top 1, Simone Rednerin, es gibt eine Zielsetzung, es gibt Referenten. So. Top 2, Untersuchungsausschuss. Also Untersuchungsausschuss Silvesternacht 2015. Es gibt eine Leseempfehlung, es gibt keine Zielrichtung, keinen Referenten, wie auch. Und im Moment steht da Redner Dirk. Sagst du was dazu, Dirk? Willst du was sagen? Ja, ich muss da nicht zwingen, was zu sagen. Also wir hatten uns halt mit Frank, habe ich mich abgesprochen, wer das jetzt machen soll, aufgrund der Umstellung der Aktuellen Stunde und so weiter und so fort, weil es ja auch noch nicht sicher war, haben wir halt gesagt, dann mache ich das halt, weil Frank ja auch eigentlich nicht da sein wollte. Da Frank jetzt aber da ist und auch vielleicht dann auch die Besetzung des PUR selber noch gar nicht entschieden ist, wahrscheinlich machen wir das heute noch, würde ich da schon reden, aber es ist halt noch offen, wer redet. Also ich würde es nicht als fest hinstellen. Ne? Aber wenn es bleibt, dann rede ich da. Okay. Dann machen wir weiter mit Top 3. Genau, also Abstimmungsempfehlung, interner Strategieteil, genau, das ich nicht öffentlich diskutieren. So, jetzt noch nicht, grundsätzlich tun wir das natürlich, weil wir machen das ja morgen öffentlich im Plenum. Also, okay. Top 3 gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus immer überall ausnahmslos. Antrag des fraktionslosen Abgeordneten Schwert, direkte Abstimmung. Es gibt... Rednerinnen stehen, Fragezeichen brauchen wir nicht. Es gibt. Achso, direkte Abstimmung. Ja, klar. Okay, wer möchte da reden? Direkte Abstimmung. In Verbindung damit. Ja, trotzdem muss da geredet werden. So. Dietmar, was möchtest du sagen? Frage an den PG. Ist zum zweiten verbundenen Antrag in der
Runde der PGs darüber gesprochen worden, warum das an den Ausschuss für Frauengleichstellung soll? Weil Täter ermitteln und bestrafen hat nur weniger mit Frauengleichstellung zu tun. Zwar ist das der inhaltliche Anlass, nur ein bisschen komisch ist das schon. Ich würde dich bitten, eigentlich solche Fragen dann entsprechend an die Mitglieder von SPD und Grüne zu stellen. Also warum diese Ausschüsse, warum diese Fraktionen halt es so handhaben, dass sie sich bestimmte Aufhänger suchen, wo sie etwas federführend reingeben. Wenn Sie halt sagen, dass dieser Themenkomplex so groß ist, dass er ja halt auch noch die anderen Ressorts betrifft. Das heißt also, wenn es halt heißt Rechtsausschuss und Innenausschuss, für die beiden Teile der Exekutive sind massiv betroffen, dass sie dann sich halt denken, hey, dann packen wir es doch dahin, aus unserer Sicht, wo es hingehört, nämlich in den Gleichstellungsausschuss. Also würde ich jetzt mal so interpretieren. Meine Güte. Gleichwohl, also ich stehe natürlich, wenn es halt federführend in diesem Ausschuss ist, stellvertretend als Redner kann, stehe ich dafür natürlich sofort zur Verfügung. Meine Frage wäre, gibt es eine Rückmeldung von der Birgit? Okay, Frank. Ja, nur kurz, das ist natürlich auch ein bisschen Strategie dabei, weil CDU, FDP mit ihrem PUR-Antrag und so voll auf die Rechtsschiene bzw. auf Innen- und Polizei setzen. Und natürlich möchte SPD und Grüne dann die Opfer nach vorne stellen, was auch grundsätzlich ein wichtiger Punkt ist, keine Frage. Insofern, wenn man den Antrag liest, es geht auch sehr viel darum, der gehört schon in Frauengleichstellung. Aber Rechtsausschuss, Innenausschuss ist ja mit beteiligt. Das ist halt die Priorisierung, wie Sie es gerne verstehen möchten. Ich hoffe, es wird auch im Sinne der Opfer auch im Ausschuss darüber geredet. Ergänzend, ich bin nur etwas irritiert, weil gerade das Thema Opferschutz wird im Rechtsausschuss schon in der gesamten Legislaturperiode immer führend behandelt, ja? Gerade Opferschutz. Und von daher bin ich etwas irritiert. Möglicherweise haben die Grünen erkannt, dass da eine offene Flanke ist. Ja? Will ich natürlich nicht ausschließen. Da sich die antragstellenden Fraktionen die entsprechenden Überweisungsausschüsse aussuchen, musst du tatsächlich zur Not die fragen, was sie damit vorhaben. Sehr gut, bei einer Überweisung. Gut, also, wir haben jetzt einen Redner eingetragen, es gibt eine Referentin, es gibt eine Abstimmungsempfehlung für beide Anträge, auch wenn ich mache mal so, etwas unübersichtlich finde sonst. Ja, sei es los, sei es drum. Dann kommen wir zu Top 4. Geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen, unser Antrag. Marie als Referentin im umgekehrten Verfahren Simone. Das ist aber jetzt getauscht worden. Guck mal, ich werde langsam wach. Und zwar mit, jetzt müsst ihr mir eben helfen. Verzeihung, wir haben aufgrund des umgekehrten Verfahrens bei Top 4, am Mittwoch haben wir Top 12 von Donnerstag mit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum halt dann auf Top 4 morgen setzen können. Dankenswerterweise haben die anderen Fraktionen diesem Vorschlag zugestimmt. Top 12. Wir scrollen runter. Hier gibt es noch eine Zielrichtung für Top 12. So, dann Top 4. Jetzt habe ich es nach oben kopiert. Das ist jetzt tatsächlich der Antrag. Schluss mit Gefühl der Sicherheit, keine Ausweitung der Videoüberwachung in NRW. Frank als Redner, Zielrichtung steht drunter. Möchtest du dazu noch was sagen, Frank? Ich denke mal, dass, wenn da jemand Fragen hat, ich glaube, das erklärt sich von selber, oder? Sehr gut. Aber Top wenn ich gerade schon mal kurz die Lampe hier im Leuchten habe, ich wollte noch kurz erwähnen, wenn wir jetzt die Tagesordnung mit den Nummern Tops weiter durchgehen, es fehlt einer, der müsste noch rein, Wahl der Mitglieder, das PUR, ist Top 3. Neuer Top 3, das heißt, alles rutscht einen weiter runter.
Und genau um diese dann nachfolgende Verwirrung, die wir dann daraufhin jetzt hier in dieser Runde verursachen, würde ich das nach hinten stellen, weil wir ja auch nachher noch im Nichtöffentlichen darüber reden müssen. Deswegen würde ich jetzt nicht vorschlagen, hier einmal händisch überall drüber zu gehen. Kurzer Nachgang, es ging ja noch gar keine aktualisierte Top seitens der Landtagsverwaltung rum. Noch als Hinweis, oder? Ich habe einen Top 2,5 eingefügt oben, das können wir nachher dann ja entsprechend schieben. Danke. So, Top 5, Sofortprogramm Sicherheit in Bussen und Bahnen. Die Landesregierung ist gefordert. Die Landesregierung soll hier alles machen. Sie soll sogar in Bussen und Bahnen rumsitzen und für Sicherheit sorgen. Rednerin Stefan, Referentin Stefan, da gibt es eine Zielrichtung, eine Abstimmungsempfehlung, Top 6. Mammographie für alle Altersschichten, Prävention stärken, Altersdiskriminierung verhindern. Referentin Sebastian, Rednerin Daniel, Abstimmungsempfehlung, haben wir Zielrichtung, haben wir Top 7. Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes und so weiter. Referentin L, Rednerin Lukas, Abstimmungsempfehlung gibt es, Zielrichtung gibt es. Top 8. Gesetz zur Errichtung des Pensionsfonds des Landes NRW, Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles drin. Top 9, Gesetz über die klinische und epidemiologische Krebsregistrierung sowie die Änderung des Gesundheitsdatenschutzgesetzes, Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, Top 10. Also wenn irgendwas ist, ne, werft die Hand in die Luft. Gesetz zur Änderung... Du hast die Hand nicht in die Luft geworfen, du hast meinen Namen gerufen. Ja, mach, hau rein. Zu Top 9 haben wir noch einen Änderungsantrag, der müsste an Antrag Ed vorliegen. Da müssten wir noch eine Abstimmung herbeiführen. Ist schon geschehen? Schiebe ich gleich eben rein. Es ist ein sinnvoller Änderungsantrag, der auch schon im Ausschuss, erwähnt worden ist. Fürs Plenum schicken wir den nochmal rum. Und der ist eigentlich auch selbsterklärend. Leite ich mal gleich in die Wege. Ich habe es unten nochmal als Erinnerung, dass wir da gleich drüber abstimmen, drunter geschrieben. Gut. Top 10, Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes, Gesetzes. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da, gibt es Fragen, Anmerkungen? Nein, Top 11. Gesetz zum Bürokratieabbau in den Kommunen, kommunales Bürokratieabbaugesetz. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Top 12, Gesetz über die Stiftung vom Feuerwehrkatastrophenschutz, Ehrenzeichen. FKZEG. Tolle Abkürzung. Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichengesetz. Gesetz der Landesregierung, eine Referentin fehlt. Wir haben aber Frank als Redner. Rede zum Protokoll, steht da schon. Alle sind damit einverstanden, dann stimmen wir natürlich zu. Ich sage mal Zustimmung, unsere Zielrichtung, Einsatz, Frank wäre nett. Wir sind alle einverstanden, würde mir reichen. Top 13, Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes. Referentin ist da, Abstimmungsempfehlung ist da, es ist eine Einbringung mit Überweisung. Von daher, Zielrichtung wird sich dann bei der zweiten Lesung ergeben. Dasselbe gilt für, das ist keine Einbringung, Gesetz zur Änderung Wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften. Referentin da, Rednerin da, Abstimmungsempfehlung, naja, ist eine Überweisung. Zielrichtung? Dicke Backen. Oder zweite Lesung? Das ist ja eigentlich deine Wortsthema. Das heißt, ich vertrete ihn und ich werde da kurz ein paar Sätze zu sagen, dass wir uns freuen, im Ausschuss darüber zu debattieren. Also ich werde mich nicht in die 160 Seiten da jetzt einfräsen. Okay, also Zielrichtung, Freude über die Debatte. Ja. Sehr gut. Magst du das da eben reintippen? Das wäre total super. 19. Top 15, 19. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge. 19. Rundfunkänderung Staatsvertrag. Keine Referentin, Abstimmungsempfehlung TBA, Überweisung. Also Abstimmungsempfehlung kann ich relativ klar sagen, Zustimmung zur Überweisung, aber na gut, das ist eine Einbringung, von daher gibt es auch keinen Redner. 16. Verfahren über die Anträge, die lese ich jetzt nicht alle vor, ohne Debatte. 17. Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen Behauptung der Städte, lese ich auch nicht vor.
18 verfassungsgerichtliches Verfahren lese ich auch nicht vor. 19 in den Ausschüssen erledigte Anträge. Da gibt es eine Liste ohne Debatte. Und 20 Beschlüsse zu Petitionen. Da gibt es eine Liste ohne Debatte. Donnerstag. Ja. Vor Eintritt in die Tagesordnung Verpflichtung von Abgeordneten. Seid pünktlich, wenn ihr denen die letzte Ehre erweisen wollt. Ihr wisst, was ich meine. So, Top 1, aktuelle Stunde. Landesregierung, jetzt aber. Landesregierung darf gegenüber Rechtspopulisten nicht schweigen. Antrag der CDU. So, ich habe eine, wie schreibt man das Wort, Konglomerat von Referenten. Die sind da auch schon dran. Ehrlich, schreibt man es so? Voll gut. Konglomerat. Ja, da gab es gestern eine Diskussion hier im, in der Referentenrunde. Es gab danach noch eine Diskussion auf dem Gang und bei mir im Büro und überall wird diskutiert. Und ja, ich bin mal gespannt, was da nachher bei rauskommt. Aber wir werden eine Zielrichtung finden und wir schreiben die auch gerne rein. Also in den Kacks wurde auch schon darüber diskutiert. Nur damit das alles vollständig ist. So, Top 2, Frühförderung in Nordrhein-Westfalen weiter stärken. Referentin da, Rednerin da, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles gut. Top, also wenn es Fragen gibt, ne, denkt dran, Hände. 3, leistungsfähige Infrastruktur als Staatsziel in der Landesverfassung verankern. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Top 4, Marokko, Algerien, Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Asylverfahren beschleunigen, Rückführung praktisch umsetzen. Ich dachte, Tunesien wäre schon wieder raus, aber egal. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung. 5. Mehr Verschlüsselung wagen. Staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Unser Antrag, direkte Abstimmung. Wer ist Referentin, wer ist Rednerin? Sehr gut. Rednerin Lukas. Referentin Lukas. Erster. Ja, das kann ja sein. Abstimmungsempfehlung, Lukas? Alles klar. Zielrichtung ist mehr Kryptowagen. Na gut. Top 6. Landesregierung muss umgehend für eine gerechte Zuweisungspraxis von Flüchtlingen sowie eine gerechte Verteilung von NRW, der NRW-Flüchtlingspauschale sorgen. Referentin. Gibt es da jemanden, der Frank oder Dr. Frank, wer hilft dir, wer macht da was? Gibt es da jemanden? Das ist, ich hätte es gemacht, wenn ich am Donnerstag hier gewesen wäre. Da das jetzt durch den Switch des Tops Video wieder offen ist, werden wir das hinkriegen. Einer von uns beiden, der da steht, wird das machen. Okay, wenn du nicht da bist, macht das Toso, soll das heißen. Ich werde mit ihm darüber reden, ja. Alles klar. Eine Vereinbarung. Weiß der Toso was davon? Das wäre jetzt meine Frage. Gut, ich habe das nochmal unten runter als Reminder geschrieben. So. Zielrichtung haben wir, Abstimmungsempfehlung haben wir. Top 7. Polizei Nordrhein-Westfalen endlich mit Bodycams ausstatten. Oh mein Gott. Unsere Rednerin ist eingetragen, Referentin. Hast du, brauchst du? Brauche ich nicht, aber haben wir auch nicht. Okay, Dirk ist seine eigene Referentin. Dirk ist Rednerin, Abstimmungsempfehlung ist da, Zielrichtung ist da. 8. Eilantrag. Eilantrag? Ja, mach einen Änderungsantrag dazu. Es gibt keinen Eilantrag. Es gibt keinen Eilantrag. Anfrage an Telegram. Zack. Oder so. Top 9, Fragestunde. Top 10, Einrichtung und Besetzung einer Stelle eines oder einer unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Referentin ist da, Rednerin da, Abstimmungsempfehlung klar, Zielrichtung. Auch da. 11. Finanzielle Überforderung der Kommunen vermeiden, Sozialhilfe für EU-Ausländer zeitlich einschränken. Hä? Haben die einen Schuss? Egal. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, alles da. Tja, die CDU hat voll die Ahnung. Genau. 12. Da ist der getauschte Antrag. Geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen. Ist jetzt umgekehrtes Verfahren, von daher keine Rednerin. Referentin haben wir, Abstimmungsempfehlung, naja gut, unser Antrag, Zielrichtung steht drunter. 13.
sozialverträgliche Integration und gerechte Verteilung von anerkannten Asylbewerbungen durch das Instrument der Wohnsitzauflage unterstützen. Das war doch das, wo anerkannte Asylbewerber in ihrem Dorf bleiben sollen, ne? Voll gut, die CDU. Wir sind überhaupt nicht rechtspopulistisch. Und ja, ich sage das öffentlich. Referentin ist da, Rednerin da, Abstimmungsempfehlung, Überweisung und Zielrichtung steht auch da. Stream läuft, ja, weiß ich. Nein, nein, also in Essen. Ach so, in Essen. Oh, dann begrüßen wir Essen. Hallo Essen. Essen hat sich nicht per Nachricht gemeldet, sondern nur per SMS. Na gut, das, Entschuldigung, die lese ich nicht so. Okay, hallo Stream für euch. Wir sind gerade noch beim Durchgehen der Tagesordnungen der nächsten drei Plenartage. Aufteilung, wer redet und wer die entsprechende Referentin in dem Bereich ist. Das dauert jetzt nicht mehr allzu lange und dann kommen wir zu unserem Thema fahrscheinfreier ÖPNV. So, ich mache weiter bei 14. Grundrecht auf menschenwürdige Wohnverhältnisse für alle, auch für Geflüchtete. Habe ich jetzt im Stream gesagt, dass die CDU rechtspopulistisch ist? Wenn nicht, sage ich das nochmal. Der Antrag gerade war sowas von... Nein, du hast gerade gesagt, sie ist nicht, deswegen habe ich es gemacht. Was? Ja, Sarkasmus funktioniert nicht überall. Alles klar, weiter geht's. 14. Grundrecht auf menschenwürdige Wohnverhältnisse für alle, auch für Geflüchtete, notfalls ungenutzten Wohnraum in Anspruch nehmen. Ein Antrag des Abgeordneten Schwert, fraktionslos. Referentin, Rednerin ist da. Abstimmungsempfehlung. Abstimmungsempfehlung. Ich mache Abstimmung. Der Antrag ist zwar nett. Das wäre nett. Der Antrag ist zwar nett, aber es ist alles da, was man dafür braucht. Also wir haben nicht gefunden, dass es nötig ist, dafür einen Antrag zu stellen, weil schon alles da ist. Genauso gut könnte ich also auch Anträge zu anderen Dingen stellen, die es schon gibt. Also wir brauchen kein neues Instrument. Deswegen kann man ihn deswegen auch ablehnen. Man kann ihn natürlich auch enthalten. Man kann auch zustimmen, weil der Antrag selber nichts drinsteht, was man ablehnen könnte. Schwierig. Ist das nicht ein Linker, der den gestellt hat? Okay, da wird ja geredet. Von daher, gibst du eine Abstimmungsempfehlung in der Rede oder sagst du genau das in der Rede? Dann stimmt natürlich jeder ab, wie er will. Dann geben wir jetzt die Abstimmung frei, würde eine klassische Partei sagen. Freie Enthaltung, ja. Okay. Ihr habt es gehört. Ich hoffe, dass Olli es morgen im Plenum noch mal in einem Satz unterbringt, dass man da abstimmen kann, wie man will. Entschuldigung, aber ich möchte gerne. Wenn du redest, dann bitte mit Mikro. Ich möchte gerne eine Zielrichtung für diesen Antrag, und zwar klar formuliert. Die Ausführungen von Stefan befriedigen mich nicht nur, sondern ich möchte sie nicht. Vielleicht möchte Frank noch was dazu sagen, weil er hat im Innenausschuss ja schon abgelehnt. Erstmal die Simone, die hat sich nämlich gemeldet. Danke, Michel. Genau, Frank, und er hat es ja auch drunter geschrieben, es ist im Innenausschuss abgelehnt worden. Und ich finde sie sehr kritisch, bei der aktuellen Stimmungslage laut über Enteignung zu diskutieren. Ich sehe das, deshalb würde ich diesen Antrag hier morgen, also dann, wenn er dran ist, in diesen Zeiten jetzt ablehnen. Weil ich jetzt angesprochen war, danke Simone, ich habe dem Prinzip nichts hinzuzufügen und wir haben auch die Möglichkeit dieser Enteignung jetzt schon im Gesetz gegeben. Insofern, im Innenausschuss haben wir schon abgestimmt und Simone hat es gerade gesagt, wie. Okay, also heißt die Empfehlung für die Abstimmung aus dem Innenausschuss sozusagen ablehnen. Gut. Vom Integrationsausschuss auch. Ihr habt es gehört, nehmt es mit. Ich würde eigentlich auch ablehnen. Ich komme jetzt gerade nicht ran. Olaf, machst du einmal? Das wäre super. Ich würde auch für Ablehnung plädieren, denn in der Regel braucht man das Mittel Enteignung. Nicht, wenn irgendjemand mutwillig jetzt Wohnraum leer stehen lässt, weil er vielleicht spekulieren oder sonst was will, der aber dringend benötigt wird, sei es für Obdachlose, sei es für Flüchtlinge oder wen auch immer, dann gibt es immer auch noch das Mittel der Zwangsverwaltung. Der kann dann wieder über seinen Wohnraum frei verfügen, wenn sich dann die Situation entspannt. Aber man muss ihn nicht enteignen, was dann ja praktisch nicht zurückabgewickelt werden kann. Okay, vielen Dank. Also, ich fasse zusammen, die Abstimmung ist frei. Ihr habt die Empfehlung von drei Leuten gehört.
von 4 Leuten gehört. Der Olli hat gesagt, man kann abstimmen, wie man will. Wir haben 2 Ausschüsse. Und ja, jetzt darf sich jeder überlegen, wie er abstimmt. Bitte schön, Dietmar. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich meine, wir dürfen immer abstimmen, wie wir wollen. Das ist völlig klar. Aber der Duktus der Rede interessiert mich natürlich an der Stelle schon. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Umstands, dass hier Marie und Stefan als Referenten aufgeführt sind, die hier ihre Meinung kundgetan haben. Und wenn Olli diesen Duktus wählt, wie er in den kommentierenden Äußerungen von Marie und Stefan ausgeführt sind, bin ich dagegen, dass Olli redet. Dann möchte ich die Angelegenheit ausschließlich rechtlich aufgehängt wissen vor dem Hintergrund des Bestandsrechts und auch vor dem Hintergrund der Abwägung, der güterrechtlichen Abwägung nach verfassungsgerichtlichen Entscheidungen im Hinblick auf die Frage der Enteignung oder enteignungsgleicher Eingriffe. Und ausschließlich darauf bezogen und nicht auf irgendwelche, und ich sage das jetzt unter allem Vorbehalt, ideologischen Grundsatzüberzeugungen von Referentinnen oder Referenten dieser Fraktion. Gut, dann machen wir das doch ganz pragmatisch. Dann stimmen wir doch einfach ab, wer... Ich würde gerne Olli dazu hören, wie er die Sache sieht. Also... Nee, derjenige, der redet, vertritt unsere Fraktion. Und dann möchte ich dann gerne wissen, was da geredet werden soll. Gut. Olli, möchtest du darauf antworten? Dann tue er dies jetzt. Es gibt noch keine fertige Rede, aber wir haben ja von Seiten der Fraktion schon gesagt, dass das Mittel nach, ach mein Gott, ich habe den Paragraphen vergessen, dass die Möglichkeit besteht und dass man das wohl in Anspruch nehmen muss, wenn muss vielleicht möglicherweise in den Wintermonaten, wenn nicht genügend Unterkünfte zur Verfügung stehen und man hätte ja frühzeitig für genug Unterkünfte sorgen können. Auf der Landesverbandsebene hat Patrick das ja ein bisschen Forscher formuliert. Der hat das im Grunde annähernd so formuliert wie im Antrag. Also man soll das in Anspruch nehmen. Das, was ich hauptsächlich an diesem Antrag sehe, das ist alles, was dort geschrieben steht, bereits existiert. Insofern, ja, braucht man den Antrag an der Stelle nicht. Man kann das natürlich als politisches Statement formulieren. Man kann da auch eine PM zu machen von mir aus. Aber einen Antrag muss man an der Stelle nicht stellen. Deshalb würde ich die Vorgehensweise an sich, jedenfalls nach meiner aktuellen Position, das, was ich von der Fraktion und der Partei kenne, das Vorgehen an sich nicht kritisieren in Ausnahmefällen. Muss das möglich sein und es ist möglich und so ist es einfach. Also jetzt einen Gegenantrag zu stellen, die Möglichkeit auszuschließen oder sowas, würde ich an der Stelle nicht tun. Im Gegenteil, es ist ja eine Möglichkeit, die vorhanden ist und und das ist auch gut so. Frank? Ja, aber genau aus dem Grunde ist es also möglich, den Antrag abzulehnen, weil das heißt ja nicht, dass man sich gegen die Rechtslage stellt. Der Antrag macht nichts Neues. Außerdem haben wir einen eigenen Antrag, der schon vor 3 Monaten eingebracht worden ist, der explizit auch die Ausschöpfung des bestehenden, der Möglichkeiten dieses Paragraphen 19 Ordnungsbehördengesetzes fordert. Der ist hier im Beratungsverfahren, also diesen neuen Antrag, den braucht es einfach nicht. Der ist inhaltlich nicht verkehrt, aber er macht etwas jetzt zum Thema, was da ist. Also, und da man den nicht braucht, haben wir halt im Innenausschuss gesagt, kann man ihn halt ablehnen. So. Gut, wenn dann alle Fragen geklärt sind, noch den Hinweis von Daniel Dünger, steht auch im Fließtext, damit es nicht zur Verwirrung kommt, er wird dem Antrag voraussichtlich zustimmen. Nochmal den Scherz wiederholt, die Abstimmung ist freigegeben, ihr kennt jetzt die Diskussion. Die Argumente.
Soweit. Dann kommen wir zu Top 15. Für faire Lastenverteilung in der gesetzlichen Krankenversicherung kostet... Kleiner Einwurf, wir sind live, ne? Nur zur Info, es funktioniert, alles, Strom ist da. Alles wir, klar. Wir sind in Essen live. Gruß nach Essen. Haben wir doch schon. Bist du so konzentriert auf die Essener... Ja, ich habe gerade schon Essen begrüßt. Grüße das Außenstudio Essen. Wie war das bei Aktenzeichen XY immer, Mensch? Wir grüßen Zürich. Ja, ich mache voran. 15. Für faire Lastenverteilung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Kostenerhöhung gerecht auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilen. Antrag des Abgeordneten Schwert, fraktionslos, direkte Abstimmung. Referentin steht da, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung, Freitag. Erstens, aktuelle Stunde. Gibt es nicht. Zweitens, Investitionen und Unternehmensgründung in Nordrhein-Westfalen. Subsidiarität stärken, Förderinstrumente verzahnen, Beratungsangebote an tatsächlichen Bedürfnissen der Unternehmen ausrichten. Antrag der CDU. Beschlussempfehlung gibt es. Rednerin, Referentin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung fehlen. Kurze Frage. Joachim, magst du da mal reingucken? Freitag Top 2, Investitionen und Unternehmensgründung. Genau. Gut, dann haben wir einen Redner. Gibt es dazu einen Referent, eine Referentin? Eine Abstimmungsempfehlung? Gut, gibt es dazu Top 3, digitale Bildung und Medienkompetenz in den Schulen stärken durch bundesweite Bildungsstandards, ein Bund-Länder-Sonderprogramm zur Ausstattung der Schulen und eine Qualifizierungsoffensive der Lehrerschaft. Ein Plagiat der FDP. Monika wird dazu reden. Referentin ist Johannes. Ja, das ist tatsächlich so. Lest den Antrag, er ist sehr witzig. Er ist sehr gut. 4. Datenschutzkultur an Schulen verbessern. Oh. Ja, ich darf halt nie meckern, weil wie wenn. Ne? Gut. Das war umgekehrt das Verfahren und der kommt jetzt zurück und wir haben Beschlussempfehlung, Bericht vorliegen. 5. Werte des Zusammenlebens vermitteln. Demokratische Bildung stärken, mehr politische Bildung für Flüchtlinge. Referentin haben wir, Rednerin haben wir, Abstimmungsempfehlung haben wir, Zielrichtung steht drunter. Und Top 6. Informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Unser Antrag soll eine Überweisung im umgekehrten Verfahren werden, also keine Rednerin, Referentin ist Johannes. Und Zielrichtung wird dann nach der Beschlussempfehlung und Bericht da sein. Lukas. Nein, der war irgendwo mittendrin am Donnerstag, ich glaube auf Top 4 oder so. Nee, Quatsch, am Donnerstag, stimmt. Aber da das umgekehrtes Verfahren jetzt ist, haben wir ihn nach ganz hinten geschoben, weil es wird ja eh nicht geredet. Ja, weil ich erinnere mich, dass Moni gesagt hat, er macht nur deswegen umgekehrtes Verfahren, weil der eben so weit hinten war und insofern die Aufmerksamkeit aber nur liegt und deswegen. Also der Antrag sollte verschoben werden auf einen anderen Tag, Mittwoch oder Donnerstag, aber da ist die... Ja, der Grumpy winkt. Ich kann das aber okay. Doch auch erzählen. Ja, dann macht der Grumpy. Komm, erzähl du das. Ist auch egal, ist so, wie also, es ist. Also, Ministerin ist nicht da, kann nicht verschoben werden. Alles klar. Grumpy braucht nichts erklären. Alles gut, wir machen weiter. So, Ministerin ist nicht da, kann nicht verschoben werden, deswegen trotzdem umgekehrtes Verfahren bleibt, wie es ist. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, sonst was? Weil wir müssen noch zweimal zurück. Einmal Änderungsantrag Top 9, Tag 1, müssen wir noch drüber abstimmen. Also der Antrag müsste mittlerweile auch nochmal an alle Ed gegangen sein. Und zwar war das aus dem Bereich Gesundheit in der letzten AGS-Sitzung.
Es kommt ja das neue Gesetz des klinischen und epidemiologischen Krebsregisters, Verzeihung. Dabei gibt es aus Piratensicht zwei große Fehler. Wir haben, einmal geht es um die Transparenz im Rahmen von öffentlichen Sitzungen des sogenannten Beirates, der dort geschaffen wird, und zum anderen der sogenannten wissenschaftlichen Fachausschüsse. Das ist einmal Paragraph 6, einmal Paragraph 8. Hier haben wir einfach die bei uns schon mehrfach getätigte Änderung wieder eingetragen, dass diese per se öffentlich abzuhalten sind und auf Wunsch eine Nicht-Öffentlichkeit hergestellt werden kann. Wir kennen diese Vorgehensweise von uns. Wir selber haben das ja auch für diverse Sitzungen hier im Haus und auch schon in anderen Anträgen mal gehabt. Auch hier kann man dies ganz einfach übertragen. Dies ist in diesem Änderungsantrag mit erfasst. Und das andere ist ebenfalls eine Standardregelung, wie sie bei uns üblich ist. Es geht um Opt-in und Opt-out. Das heißt also, ob ich als betroffener Mensch zustimmen muss, ob ich in einem Krebsregister erfasst werde, oder ob ich als möglicherweise betroffener Mensch von vornherein sage, ich möchte erfasst werden. Der derzeitige Entwurf der Landesregierung sieht halt vor, dass verpflichtend einfach alles reinkommt. Wir hingegen möchten wie immer den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, selber zu sagen, ich möchte, dass meine Sachen erfasst werden. Das heißt, wir sagen halt wieder, das Opt-in Verfahren ist datenschutztechnisch für die Bürgerinnen und Bürger vorzuziehen. Das sind diese beiden Änderungen. In diesem Fall ist Paragraph 13 des Entwurfs betroffen, die wir hier mit noch eingefügt haben. Im AGS, in der letzten Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, ist dieser Antrag seitens der anderen Fraktionen abgelehnt worden. Ich sage immer so, Datensammeln scheint nach wie vor nicht in den Köpfen der Leute angekommen zu sein. Ebenso die Grundzüge der Transparenz auch nicht. Von daher für diesen Änderungsantrag würde ich ganz gerne darum bitten, dass ihr dem dann zustimmt, damit wir den dann auch entsprechend im Plenum dann nochmal abschließend behandeln können. Danke. Frank. Ja, vielen Dank dafür, auch nochmal für die Unterstützung der informationellen Selbstbestimmung, was ein ganz wichtiger Punkt auch hierbei ist. Habe ich das richtig verstanden? Der Antrag war so schon auch im Ausschuss Thema. Ich habe jetzt gerade hier kurz drüber geguckt und vermisse nur eine Begründung oder eine Begründung zu Punkt 4. Da steht so 1, 2, 3, aber zu Punkt 4 steht da nichts. Was ist dieser? Da geht es, Verzeihung, dieses in der Regel ersetzt durch mindestens, das bezieht sich auf die ebenfalls Einführung der wissenschaftlichen Fachausschüsse, damit man eine Kompromissgrundlage hat, dass halt mindestens die Sachen öffentlich sind und nicht von vornherein die Möglichkeit gegeben ist, das Ganze wiederum in der Regel ist nicht, wie soll ich sagen, rechtlich hundertprozentig bindend. Das ist halt so ein ganz fieser kleiner Kniff nochmal. Das war jetzt gar nicht unbedingt, also okay, auch inhaltlich, aber auch technisch formal, ist das nicht was da noch rein muss, oder? Ganz ehrlich, ist aber auch nicht tödlich. Wollte deine Spitzenohren auf Wanderschaft schicken, damit du rausfindest, wer jetzt 5 Euro in die Baumkasse zahlen muss. Ah! Da, so schnell geht das hier. Ich erkläre den Zuschauern in Essen gerne, was die Baumkasse ist. Liebe Zuschauer in Essen,
für das Klingeln von Handys oder das laute Aufflammen des Tons von den vor uns stehenden Laptops, die ja durchaus mal so laut sein können, dass sie die Sitzung stören, haben wir eine sogenannte Baumkasse eingeführt. Jeder zahlt 5 € für jedes Handyklingeln und am Ende pflanzen wir oder lassen wir davon Bäume pflanzen und tun der Umwelt was Gutes. Frank, möchtest du was zur Baumkasse sagen? Oder nein, zu dem Antrag, den wir jetzt ja gleich abstimmen, nur weil meine Frage hat sich im Prinzip erledigt. Ich hörte nämlich gerade, da dieser Punkt 4, den ich gerade ansprach, schon in einem anderen Änderungsantrag erledigt ist, wird der hier formal rausfallen, braucht also auch nicht mehr in der Begründung auftauchen. Dann ist meine Anmerkung von eben erledigt. Vielen Dank für den Hinweis. Der ist geändert schon. Das PDF, was wir hier gekriegt haben, hat also, das. Der Änderungsantrag ist schon geändert, es gibt gar keinen Punkt 4. Genau. Es gibt nur 1, 2, 3 und deswegen gibt es auch nur Begründung zu 1, 2, 3. Gut, gibt es jemanden, der sich nicht in der Lage fühlt, über diesen Antrag jetzt abzustimmen? Oder gibt es da eine Mehrheit, überwältigende, wie auch immer? Gut, dann würde ich jetzt über diesen Änderungsantrag abstimmen lassen. Wer dagegen ist, dass wir diesen Änderungsantrag stellen, der möge sich jetzt melden. Möchte sich jemand enthalten? Dann ist das einstimmig angenommen. Das war Top 9. Ich trage das eben direkt ins Plenarpad ein. So, und dann haben wir zuletzt noch zu klären, aber das können wir wahrscheinlich nicht jetzt. Redner Top 6 an Tag 2. Frank, Toso, euer E-Mail-Verkehr. Im Moment noch einseitig. Okay, euer E-Mail-Verkehr ist noch eine Einbahnstraße. Dann hast du jetzt die Aufgabe, das entsprechend nachzutragen. Du bist da der sehr gut. Redner Top 6, Tag 2. Dann sind wir durch mit dem Plenarpad und springen zurück in unsere normale Tagesordnung. Dann springen wir jetzt zurück zu Top 4, unser politisches Thema Verkehrswende, Bus und Bahn fahrscheinfrei. Samstag ist Fahrscheinfreitag. Olli, du hast das Wort. Viel Spaß. Dankeschön. Hallo an den Stream und an die Leute, die YouTube gucken und nach Essen. Ja, wer sind wir denn hier überhaupt? Also wir sind erstmal hier so eine Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen und wir sind die einzige Fraktion, die sich um Bus und Bahn kümmert. Das ist bewiesen. Zumindest wenn man sich die Anträge anguckt, die es so gab. Damit sich aber die anderen auch drum kümmern, haben wir eine Enquete-Kommission beantragt, damit alle anderen Fraktionen auch intensiv sich mal mit Bus und Bahn beschäftigen müssen und die Finanzierung von Bus und Bahn. Und so eine Enquete-Kommission, das heißt, man beschäftigt sich 2 Jahre intensiv mit einem Thema und erarbeitet am Ende Handlungsempfehlungen. Und diese Handlungsempfehlungen sollen uns bezüglich Bus und Bahn in Nordrhein-Westfalen weiterbringen. Das passiert dann Ende 2016. Und zu dem Thema, wer sind wir, war das die Vorerklärung. Denn neben mir sitzt der Referent dieser Enquete-Kommission der Piraten, also von den Piraten, der Referent der Enquete-Kommission. Die anderen Fraktionen haben auch jeweils einen Referenten oder eine Referentin oder zwei. Ja, das ist Gregor Waluga. Er wird mich jetzt gleich fachlich hier unterstützen. Und in dem Team rund um Bus und Bahn sind auch noch Carsten Spengler und Britta Eschmann hier. Und die sind auch mit dabei hier, um sich speziell um das Thema Bus und Bahn zu kümmern. Wir haben natürlich auch noch einen Ausschuss, der sich um Thema Verkehr kümmert. Es gibt einen Verkehrsausschuss, in dem Stefan und ich drin sind. Ja, mein Name ist Oliver Bayer und ich bin der Vorsitzende dieser Enquete-Kommission und Sprecher in dem entsprechenden Ausschuss hier im Landtag. Und wir haben euch heute das Thema fahrscheinfrei mitgebracht. Bus und Bahn fahrscheinfrei gibt es auch, wenn ihr jetzt tatsächlich in Essen seid, als Broschüre dort am Stand oder als Flyer dort am Stand. Hier gibt es den leider gerade nicht, aber ihr hattet alle ein Fach. Dort steht schön erklärt, was ist denn eigentlich fahrscheinfrei, wie funktioniert das und warum brauchen wir das, wie bezahlen wir das und so weiter und so fort. Wer das nicht lesen will, kann jetzt auch einfach ein bisschen zuhören. Wir haben solidarisch finanzierter Nahverkehr als Teil einer Verkehrswende darunter geschrieben. Das klingt total kompliziert.
Aber eigentlich ist es folgendermaßen: fahrscheinfrei fahren heißt einfach einen Bus einsteigen und mitfahren, in die Bahn einsteigen und mitfahren, sich keine Gedanken machen, ob man gerade ein entsprechendes Ticket hat, auch was auch gilt. Solidarisch finanziert heißt, ja, eigentlich erstmal so wie alles, was wir nutzen und nicht extra direkt eine Gebühr für zahlen. Auch natürlich sind letztendlich Dinge, die über Steuern finanziert sind, solidarisch finanziert. Letztendlich finanzieren wir auch solidarisch, dass wir mit dem Auto pendeln können. Einmal dadurch, dass es Straßen gibt, wo man drüber fahren kann. Andererseits dadurch, dass es die Pendlerpauschale gibt. Ist ja nicht so, dass es nicht heute schon so wäre, dass der Weg zur Arbeit im Grunde, im Grunde schon finanziert ist und man selber gar nicht. Ja. Man muss zwar schon was ausgeben, aber man kriegt dann was durch Pendlerpauschale zurück. Manchmal, wenn man natürlich einen Porsche Cayenne fährt, reicht das dann vielleicht nicht ganz gut. Und Teil einer Verkehrswende. Verkehrswende ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich könnte grob sagen, es gibt überall bröckelnde Brücken, bröckelnde Straßen. Wir haben nicht daran gedacht, dass wir alles auch noch instand halten müssen. Und jetzt kommen auch noch neue Technik dazu, vielleicht autonomes Fahren. Es gibt vielleicht neue Marktteilnehmer, auch in Elektromobilität, also in Elektroautos in dem Verkehr. Und ja, da wird sich ganz viel ändern. Und das führt natürlich zu einem Wandel im Verkehr. Auch die ganze demografische Entwicklung, alles. Und naja, wir könnten das auch einfach forcieren und sagen, wir gestalten das selbst hin zu einer Verkehrswende. Ja, die nächste Folie zeigt, weshalb wir das alles brauchen, diese Verkehrswende, und weshalb auch dann natürlich aus Klimaschutzgründen, aus Umweltschutzgründen. Das war schon immer so, da hat man immer schon die Verkehrswende mit verbunden. Wir haben jetzt aber das 2-Grad-Ziel, wir haben die Bemühungen, CO2-Emissionen zu begrenzen, und gerade im Verkehrssektor haben wir einen großen Anteil der CO2-Emissionen, 70%, steht auf unserer Folie auch drauf, und der leider nicht in dem Maße sinkt, wie man das gerne hätte. Das kommt natürlich auch daher, dass es immer mehr Verkehr gibt. Außerdem gehört zum Thema Klima- und Umweltschutz natürlich auch der ganze Bereich Gesundheit, Feinstaub und andere Emissionen, die auf unser Gesundheitssystem natürlich wiederum zuschlagen. Und wir haben den Flächenbedarf. Und beim Flächenbedarf, das klingt erstmal so, okay, wir brauchen natürlich Platz für Straßen, aber wir brauchen vor allem auch Platz, um Autos abzustellen. Und wenn man heute kleine Kinder fragt, was gibt es draußen, sagen sie natürlich Autos, weil sie nichts anderes sehen. Das stehen nämlich in jeder Straße, in jeder Anwohnerstraße Autos rum, und man sieht eigentlich gar nichts mehr anderes. Ja, es kommt hinzu, dass in Nordrhein-Westfalen natürlich sich die Bevölkerung ändert. Nordrhein-Westfalen ist sowieso sehr heterogen aufgebaut, also sehr unterschiedlich, Stadt und Land. Aber hier werden sich die Unterschiede noch verstärken. Wir haben natürlich besondere Anforderungen an den ÖPNV, an Bus und Bahn. Man denke nur an die Barrierefreiheit, also Anforderungen, die es damals nicht gab oder die man damals nicht so gesehen hat. Wir haben das Problem der Finanzierung. Und ja, wir brauchen vor allem eine Finanzierung, um die Infrastruktur zu erneuern, die Verkehrsinfrastruktur generell, Tunnel, Brücken, Straßen. Und wir brauchen auch eine Finanzierung, um die Verkehrsinfrastruktur unseren neuen Anforderungen anzupassen und zum Beispiel auch auszubauen. Daneben haben wir natürlich gerade sehr schlecht aufgestellte Kommunen, finanziell schlecht aufgestellte Kommunen, und wir haben Kürzungen deshalb im Angebot von Bus und Bahn, was allerdings dazu führt, dass Bus und Bahn immer unattraktiver werden. Und das wiederum führt dazu, dass die Nachfrage sinkt, dass weniger Leute Bus und Bahn fahren. Dann wird das Angebot weiter zurückgedreht, weil man denkt, da kann man ja einsparen und so weiter und so fort. Letztendlich sind wir gerade in einer Situation, ja, man kann das in so einem Kreis darstellen, letztendlich sind wir gerade in einer Situation, wo Bus und Bahn, ÖPNV abgebaut wird,
weil einfach es so eine Spirale nach unten gibt. Das führt nicht dazu, dass Verkehr insgesamt billiger wird. Wenn Pendler mit dem Auto zur Arbeit fährt, ist das immer noch teurer als mit dem ÖPNV. Am billigsten ist natürlich, geht zu Fuß oder auch er fährt mit dem Fahrrad. Das ist klar. Wir haben deshalb gedacht, fahrscheinfrei wird das Ganze umdrehen. Nämlich dann, wenn ich Fahrschein, das ist jetzt so symbolisch umgedreht, wenn ich fahrscheinfrei, Entschuldigung, wenn ich fahrscheinfrei fahre, habe ich einen Anreiz mitzufahren, ich habe mehr Nachfrage, ich habe dann mehr Angebot, man kann ÖPNV ausbauen und so weiter und so fort. Und das relativ kostenneutral. Das ist das Schöne am Fahrscheinfrei. Und dann geht es mit dem ÖPNV nach, jetzt muss ich das andersrum sehen, ne? Nach oben. Das ist unsere Grafik, ja? So, jetzt gucken wir mal an, wie das heutzutage aussieht mit der Finanzierung. Einfach nur mal so als kleines Bild. Das da ist ein sogenanntes Spaghetti-Diagramm. So sieht die ÖPNV-Finanzierung aus. Das heißt, solidarische Nutzerfinanzierung würde das Ganze nicht wirklich komplizierter machen. Man Spaghetti-Diagramme sind aber nicht al dente, sind eher so matschige nordrhein-westfälische Spaghetti. Und Nordrhein-Westfalen hat ja auch nicht die Farben Basilikum, Mozzarella und Tomate, sondern eher Grünkohl, Weißkohl, Rotkohl, muss man sich mal merken. So, und so sieht das momentan aus mit der Finanzierung. Und wenn wir das nächste Bild uns angucken, sehen wir, dass nur ein kleiner Teil, ein Drittel der Finanzierung durchschnittlich durch die Fahrgeldeinnahmen reinkommt. Das heißt, der größte Teil, bundesweit ist das, bundesweit der Durchschnitt. Und das heißt, der größte Teil von Bus und Bahn werden sowieso schon durch die öffentliche Hand finanziert. Und für diese Finanzierung, gucken wir uns das nächste Bild an, macht man mal einen enormen Aufwand. Ja? Und der Aufwand ist nicht nur groß, der Aufwand ist auch furchtbar verwirrend. Wir haben hier mal so drei schöne Fahrkartenautomaten, wir können uns das nächste Bild auch gleich angucken, da sind noch drei andere Fahrscheinautomaten, die an einem Ort stehen. Gregor fotografiert das gerne, wenn er an einem vorbeikommt. Und es ist ja heutzutage so, dass sich viele Leute noch nicht mal trauen, von Düsseldorf nach Köln zu fahren, weil sie gar nicht wissen, was für ein Ticket sie ziehen müssen, was für ein Ticket sie brauchen. Und Düsseldorf-Köln ist so eine Strecke, die total kompliziert ist. Manche Leute nehmen nehmen im VR ein Zusatzticket und denken, damit kommen sie nach Köln, dann werden sie kontrolliert, sind schwarz gefahren, sagen, ich fahre nie wieder Bus und Bahn. Und so weiter und so fort. Gibt es sehr, sehr viele kuriose Fälle. Klar ist, es ist in Nordrhein-Westfalen außerhalb des VR oder des VRS vor allem manchmal nicht so ganz einfach zu wissen, was für ein Ticket man eigentlich braucht. Diese Angst, schwarz zu fahren, hindert viele Leute tatsächlich auch, die Bus und Bahn zu nutzen. Das muss ja nicht sein. Und außerdem ist es kompliziert und ungerecht. Wir haben diese Sachen, dass drei Haltestellen fahren, dass da Unterschiede von mehreren tausend Prozent gibt im Fahrpreis. Gregor, hast du dazu was zu ergänzen, fachlicher Natur? Fachlicher Natur habe ich natürlich zu ergänzen, dass das Ganze, die ganzen Fahrgeldeinnahmen eigentlich nur eine Spielwiese verfehlter Verkehrspolitik ist und das lediglich eine marktwirtschaftliche Alibi-Funktion erfüllt, weil für ein Drittel so einen Aufwand zu betreiben, so viele Automaten zu betreiben, das ganze Marketing dahinter, dann gibt es für jeden Spezialfall ein Einzelticket. Das muss nicht sein und ich denke mal, dass das ganze Ticketing auch die schlechteste Finanzierungslösung ist für den ÖPNV, die man sich zur Lösung dieser Probleme, die wir dargestellt haben, vorstellen kann. Und wir, bitte? Und ich denke mal, wir bleiben auch weit hinter den Möglichkeiten zurück, die sich ein moderner, intelligenter und zukunftsfähiger ÖPNV, die ein ÖPNV benötigt. Ja. Gab es eine Frage? Es gab eine Frage. Okay.
Ja, wenn ich jetzt schon stellen darf, dann gerne. Ihr habt ja gerade diese schöne Grafik mit diesen 37%. Habt ihr zufällig auch mal ausgerechnet, wie viel von dieser Nutzerfinanzierung dann am Ende noch übrig bleiben, würde man alle Ausgaben, die man aufgrund dessen hat, rausrechnen? Durchschnittlich belaufen sich die Vertriebskosten, was ja die Automaten und Kontrollpersonal und so weiter sind, belaufen sich auf 8-15% der Fahrgeldeinnahmen. Also es ist eigentlich ein eher geringer Teil, nur ich denke mal, die Abschreckungswirkung ist es. Also wenn du vor solchen drei Automaten stehst, als Fahrgast, als potenzieller Fahrgast und nebendran dein Auto steht, dann denke ich mal, die rationellste, bitte? Geringer Teil, das sind 300 Millionen Euro, nicht? Genau. Also das ist ein Studienergebnis einer internen VDV-Untersuchung, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Das heißt, wir werden nicht den ÖPNV allein dadurch finanzieren können, indem wir einfach die Fahrkartenautomaten und die Kontrolleure abschaffen. Aber das Problem ist was vorliegt, ist auch ein Zugangsproblem. Also wir haben sehr hohe Zugangsbarriere bei Bus und Bahn. Nicht nur dadurch, dass es so kompliziert ist, auch dadurch, dass Einzeltickets unglaublich teuer sind. Also wer ein Auto bei sich vor dem Haus stehen hat und sich dann überlegt, ein Einzelticket zu kaufen, um in die Stadt zu fahren, der überlegt sich dreimal, weil das Einzelticket ist verdammt teuer. Und wenn man das Auto mit den SODA-Kosten, die ja enorm teuer sind, aber das Auto ist nun gekauft, hat man die gleichen, also hat man einen sehr niedrigen Preis. Und das und viele andere Dinge sorgen halt für sehr, sehr hohe Eintrittsbarrieren. Wenn erstmal jemand seinen Zweitwagen zumindest abgeschafft hat oder überhaupt kein Auto hat und eine Monatskarte hat, hat er ja kaum noch Barrieren. Dann ist die einzige Barriere, Bus und Bahn fahren nicht häufig genug. Das zu ändern, ist auch eine Aufgabe des fahrscheinfreien Nahverkehrs, denn dann wollen wir natürlich durch mehr Nachfrage auch mehr Angebot haben. Ich würde gerne hier noch an dieser Stelle was ergänzen, und zwar die neueste Strategie der Verkehrsunternehmen ist natürlich, Millionen Gelder, Fördermittel beim Land und beim Bund und sowieso zu beantragen, um ein E-Ticketing zu etablieren, das heißt die Digitalisierung schlau zu nutzen, indem man das alte Tarifsystem möglichst verdeckt und einfach zugänglich macht und man sich denkt, ja, die Menschen würden dann den ÖPNV öfters nutzen, wenn sie eben nicht mehr vor drei Automaten stehen und nicht wissen, welches Ticket sie nutzen können, sondern wenn sie einfach mit ihrer App, also wenn sie ein Nokia-Handy haben, dann gibt es keine App zum Beispiel. Also wie gesagt, es gibt Probleme, dieses System weiter fortzusetzen, das eben nicht mehr dazu da ist, den ÖPNV vollständig finanzieren zu können. Und wir haben uns in unserem Team und auch natürlich in der Enquete-Kommission, die sich darum ja bemüht, Finanzierungsoptionen, heißt es, für Bus und Bahn zu finden, natürlich viele, viele Finanzierungsmöglichkeiten angeguckt. Und so ein fahrscheinfreier Nahverkehr, den wollen wir gerne umlagefinanzieren, aber wir wollen gerne andere Finanzierungsmöglichkeiten auch angucken, die es gibt. Also zum Beispiel, dass sich Arbeitgeber daran beteiligen, so wie es in Frankreich der Fall ist, dass sich dort niedergelassene Unternehmen daran beteiligen, dass man das vielleicht dann festmacht an der Stellplatzabgabe oder so und so weiter und so fort. Auch wie erwähnt, Pendlerpauschale wäre natürlich eine Möglichkeit. Damit könnte man es wahrscheinlich allein finanzieren. Wenn man dort was umstellt, nach dem Motto, ich kann jetzt einfach kostenlos, ich sage jetzt extra mal kostenlos, Bus und Bahn benutzen. Und nur wenn ich es nicht nutzen kann, kann ich es dann bei der Steuer geltend machen, dass ich ein Auto verwende. Alles Gedankenspiele, Möglichkeiten. Wir haben bei unserem Konzept hauptsächlich eingeplant, dass es eine solidarische Umlagefinanzierung gibt. Ich sage mal ganz einfach so ähnlich wie bei der GEZ.
Und wichtig ist bei uns, dass es keine, ja, dass es wie gesagt keine Zugangsbarrieren gibt, dass das gesicherte Finanzierung ist, das heißt, dass man genau weiß, wie viel Geld ist da. Und ja, man kann das entsprechend modifizieren, wie es zum Beispiel die Berliner in ihrer Studie gemacht haben, mit Härtefallregelungen bzw. einer sozialen Komponente. Gregor, was gibt es zu ergänzen? Berlin zeigt, dass es keine Utopie ist. Genau, also wir... ja. Okay. Simone, Nachfrage. Nachfrage, wie bezahlen das Touristen? Muss ich mir das wie eine Kurtaxe vorstellen oder wie beteiligen die sich an den Kosten, wenn die hier in Deutschland sind? In Berlin hatten Sie, glaube ich, eine Bettensteuer mit drin, richtig? Genau, also es besteht die Möglichkeit, Touristen über so eine Art Bettensteuer, wie es die in Köln gibt, oder eine Gästeabgabe einzubeziehen in die Berechnung. Das heißt, was es jetzt teilweise auch schon im VRR gibt, das Hotelticket. Das heißt, wenn ich im Hotel übernachte, zahle ich auf den Hotelpreis oder auf die Übernachtung gerechnet vielleicht 2-3 Euro und kann da den ÖPNV in der Kommune nutzen. Und diese Möglichkeit besteht natürlich weiterhin, die Touristen einzubinden. Diese Kurtaxe-Modelle gibt es ja schon einige in Deutschland. Funktioniert ja auch soweit, nur dass natürlich in dem Fall nur die Touristen zahlen und dann ein entsprechender Bus zumindest in der Saison angeboten wird. Die Berliner Studie hatte diese Bettensteuer mit drin als Finanzierungsmöglichkeit. In Nordrhein-Westfalen ist das natürlich nicht in jeder Stadt oder Gemeinde entsprechend möglich. Es gibt auch Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, die von Tourismus nicht so stark frequentiert sind, wie vielleicht andere. Insgesamt, können wir auch auf die nächste Folie kommen, ist uns wichtig darzustellen, dass es sich hier nicht um eine utopische Forderung handelt. Bus und Bahn fahrscheinfrei, ja, hört sich erstmal toll an und dann überlegt man, ach komm, das klappt ja eh nicht. Aber wir haben natürlich viele, viele Bereiche in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland, wo eben so eine Finanzierung stattfindet. Wo wir es eben genauso handhaben. Und man stelle sich mal vor, alles wäre jetzt Bus und Bahn fahrscheinfrei und es käme jemand auf die Idee, komm, wir machen das jetzt mal ganz anders, wir stellen das alles um. Wir machen jetzt eine Verkehrswende und wir bauen jetzt überall ganz viele Straßen, die machen wir ganz breit, sodass nicht nur Busse und Krankenwagen fahren können, sondern jeder einzeln mit dem Auto. Dann machen wir überall Parkplätze hin und dann kauft sich jeder für so 10.000 bis 50.000 Euro ein Auto oder gleich zwei und stellt die sich vor die Tür und kann dann selber fahren. Dann machen wir noch überall Tankstellen hin, dann tankt man Benzin und fährt dann alleine überall hin in seinem eigenen Auto. Ich glaube, ja, jemand würde in der Situation sagen, das ist völlig unrealistisch, unbezahlbar, so was können wir nicht machen. Aber so ist es. Es gab auch schon mal in den USA die Sache mit den Straßenbahnen stilllegen und sowas, aber kann man Roger Rabbit gucken. Gut. Zu utopischen Forderungen kann uns Gregor noch ein bisschen sagen, dass in anderen Teilen Deutschlands sogar die Überlegungen schon weiter sind als in Nordrhein-Westfalen. Jetzt leuchtet es. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass es keineswegs eine utopische Forderung ist nach einem Bürgerticket oder nach einer solidarischen Umlagefinanzierung des Nahverkehrs. Die Fachwelt beschäftigt sich schon intensiv, vielleicht so seit 2 Jahren damit. Ganz vorne dabei ist aktuell der Mitteldeutsche Verkehrsverbund, der ein Gutachten in Auftrag gegeben hat oder mehrere Gutachten zu alternativen Finanzierungsmodellen. Eines davon ist das Bürgerticket. Im Thüringer Koalitionsvertrag steht auch drin, dass zumindest ein Modellprojekt für einen fahrscheinlosen Nahverkehr in der Legislaturperiode stattfinden soll. Letztes Jahr im Oktober gab es dann auch eine Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtes Wiesbaden,
wonach die Städte Offenbach und Limburg dazu gerichtlich verpflichtet wurden, im Rahmen ihrer ihres Luftreinhalteplans das Instrument Bürgerticket auch auf die Effizienz und auf das Klimaschutzpotenzial hin zu untersuchen. Das heißt, auch rechtlicherseits gibt es da durchaus Verpflichtungen dazu, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und auch in zahlreichen deutschen Kommunen sind Diskussionen im Gange, teilweise angetrieben vom Oberbürgermeister höchstpersönlich. Allen voran ist da Tübingen zu nennen. In Erfurt ist das Thema virulent, in Wuppertal gibt es eine Bürgerinitiative und in vielen weiteren Kommunen gibt es also vereinzelt Diskussionen. Und besonders überrascht oder gefreut, kann man schon sagen, hat mich ein SPD-Antrag, wohlgemerkt SPD-Antrag in Mannheim. Dort gab es einen SPD-Antrag im Stadtrat, dass das Potenzial des fahrscheinlosen Nahverkehrs für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg geprüft werden soll. Dann eine Folie. Wir hatten zwei Fragen. Genau, auf die Fragen kommen wir gleich zurück. Okay. Grumpy, möchtest du noch jetzt eine Zwischenfrage stellen? Oder halt ganz am Ende dann, wenn es um die Bereiche Finanzierung geht, noch ein paar Fragen. Dann genau, also Fragen können wir gerne dann später machen. Eine Folie weiter, bitte. Und man sieht, dass die Fachdebatte groß ist, dass viele sich damit auseinandersetzen, viele diskutieren. Aber die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin, die haben sich schon länger Gedanken gemacht dazu und haben letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben, die eine Potenzialanalyse des fahrscheinlosen Nahverkehrs beinhaltet, natürlich bezogen auf Berlin. Interessant ist auch das Rechtsgutachten, das heißt, ist es rechtlich überhaupt machbar, so etwas zu machen? Das ist ein häufiges Gegenargument der Kritiker. Und es wurden auch zahlreiche Finanzierungsmodelle und Szenarien durchgerechnet und entwickelt, inklusive einer Nutznießerfinanzierung, also das, was eben angesprochen wurde, wie binde ich Touristen ein und so weiter. Ja, und auch wir in NRW beschäftigen uns damit hier. Können wir mal eine Folie weitergeben? Ich gebe jetzt noch mal kurz einen Ausblick, was jetzt so als nächstes hier passiert. Ich habe ja, beziehungsweise Rückblick, ich habe ja schon gesagt, wir haben natürlich hier einige Anträge gehabt im Plenum zum Thema Bus und Bahn. Wir hatten auch welche zum Thema Bus und Bahn und autonomes Fahren und so weiter und so fort. Auch zum Thema Bus und Bahn und wie ist also eigentlich mit dem Datenmaterial, was da entsteht. Und wir haben eine Enquete-Kommission eingerichtet, die jetzt ungefähr Halbzeit hat. Dort wurden sehr viele Vorträge gehört, die kann man sich auch, obwohl es eine nicht öffentliche Sitzung ist, zumindest die Vortragsfolien kann man sich im Internet, die meisten kann man sich auch anschauen auf den Landtagsseiten. Auf den Seiten des Landtags dann irgendwann zu Enquete gehen. Wir haben öffentliche Anhörungen dazu und eine öffentliche Anhörung gab es bereits zum Thema Drittnutzerfinanzierung, also andere Leute bezahlen, die einen indirekten Nutzen haben, das wären zum Beispiel Unternehmen. Und jetzt haben wir am 26.02. eine Anhörung im Landtag zum Thema Weiterentwicklung von Organisation, Struktur und Vertrieb. Das heißt, Vertrieb ist klar, das ist Vertrieb von Tickets, aber Weiterentwicklung auch von Organisation und Struktur. Das heißt, wie könnte denn eigentlich Nordrhein-Westfalen aussehen, wenn man nicht nur den Tarifwirrwarr, sondern auch den Wirrwarr an Zuständigkeiten und sowas ein bisschen entwirrt. Und dann haben wir eine Anhörung im Landtag am 4. März zum Thema Multimodalität und flexible Bedienungsformen im urbanen und ländlichen Raum. Heißt mit anderen Worten, womit kann man denn Bus und Bahn verbinden? Ich habe ja schon gesagt, okay, wer schafft seinen Zweit- oder Erstwagen ab? Ist dann nur Bus und Bahn verantwortlich? Könnte ja auch zum Beispiel Carsharing noch mit eine Rolle spielen? Könnten auch andere zur Verfügungstellung von Fahrrädern und so weiter was eine entsprechende Rolle beispielen?
Es geht darum, dass man ja nicht immer nur mit Bus und Bahn oder nur mit dem Auto überall hinkommt. Das sowohl im urbanen und ländlichen Raum. Ich würde auch gerne noch ergänzen, was eigentlich der Vorteil einer Enquete-Kommission ist. Und zwar, es wird kritisiert, dass es ja 2013 bereits eine ÖPNV-Zukunftskommission NRW gegeben hatte, die sich auch mit der Zukunft des ÖPNV beschäftigt hat. Allerdings war diese im Auftrag des Verkehrsministeriums und die haben eher so Handlungsempfehlungen und Wünsche geäußert, aber ohne eine Umsetzungsstrategie. Und das war eigentlich der Kerngedanke, eine Enquete-Kommission einzuberufen. Und zwar ist da der Vorteil, dass alle Fraktionen mit am Tisch sind, die einen Konsens erarbeiten, Handlungsempfehlungen konkreter Natur erarbeiten. Und letztendlich ist das umsetzungsfähig, was dort erarbeitet wird, egal welche Landesregierung am Ende regieren wird. Und vielleicht auch noch eine Anmerkung. Eigentlich ist diese Enquete-Kommission nicht öffentlich, aber man kann schon sagen, dass auf unsere Initiative hin diese Anhörungen wenigstens gestreamt werden. Anhörungen sind normalerweise öffentlich, aber Streaming ist ein Novum. Und ein Novum ist auch, dass wir die erste Enquete-Kommission sind, die die Vortragsunterlagen auch öffentlich stellen. Und an uns wurde auch herangetragen von vielen Verkehrsunternehmen und Fachleuten, dass die durchaus da sehr oft drauf gucken und ja, up-to-date sind sozusagen. Und jetzt kommt, warum Essen so cool ist. Essen ist nicht deshalb cool, weil die einen coolen ÖPNV haben. Das ist manchmal nur für Einheimische verständlich, habe ich gehört. Wenn man zum Beispiel 100 Meter von einer Haltestelle zur anderen laufen muss, um seine Umsteigesituation hinzukriegen. Nein, Essen ist natürlich cool, weil wir da am 12. März unseren Fahrscheinfreitag haben, also den Tag zum Thema Fahrscheinfrei. Der ist an einem Samstag, der Fahrscheinfreitag, nämlich am 12. März. Und ist eine Veranstaltung vor allem für Leute, die vor Ort aktiv werden wollen, Initiativen, die vor Ort bereits vielleicht was in dem Richtung fahrscheinfrei, fahrscheinlos tun, aber auch für Leute, die sich insgesamt dafür interessieren, für das Thema ÖPNV in der Kommune. Und wir haben als Untertitel Modellkommune fahrscheinfrei, weil an diesem Tag wollen wir nicht nur informieren und miteinander in Diskussion treten zum Thema, wie kann man denn vor Ort was tun für den öffentlichen Nahverkehr, wie kann man denn vielleicht auch im Land dort daran weiterarbeiten. Nein, wir wollen auch eine einzige Modellkommune uns aussuchen, wo wir dann auch, ich sage nicht so eine, aber sowas Ähnliches, eine Studie erstellen, um dann ganz fokussiert auf diesen Ort das Thema voranzubringen und fokussiert auf diesen Ort auch weitere Aktionen und Untersuchungen zu machen, sodass wir auch in Nordrhein-Westfalen mal ein Beispiel haben. Für ganz Nordrhein-Westfalen das zu machen, ist leider ein bisschen zu kompliziert, da ist Nordrhein-Westfalen doch leider zu unterschiedlich. Wir können natürlich in mehreren Orten, Städten, Gemeinden, Kreisen aktiv werden. Wir müssen uns nicht so insgesamt mit allem auf einen Ort konzentrieren, aber eine Studie werden wir nur dann an einem Ort machen. Und das werden wir dann auch noch fortführen mit weiteren Veranstaltungen. Wir werden auf jeden Fall im Herbst nochmal dann einen Fahrscheinfreitag bzw. eine Verkehrswendekonferenz, ein bisschen dann was Größeres, wo wir auch andere Themen mit aufrufen, veranstalten. Ja, so viel dazu, was wir machen, was vielleicht fahrscheinfrei ist. Zum Ende vielleicht noch, warum heißt es fahrscheinfrei? Es gibt auch die Wörter Bürgerticket, fahrscheinlos und so weiter und so fort. Wir haben als Piraten in den letzten Jahren immer das Wort fahrscheinlos genommen. Wir haben es ein bisschen geändert in fahrscheinfrei, weil es einfach cooler klingt und man da mehr mitmachen kann. Die große Fahrscheinfreiheit, Fahrscheinfreitag und so weiter und so fort. Ich denke, man erkennt es wieder. Mittlerweile haben ja die Linken von uns das Wort fahrscheinlos übernommen, was wir etabliert haben. Die hatten vorher eigentlich immer den ÖPNV zum Nulltarif irgendwo in der Ecke hinter Sozialticket in ihrem Programm stehen. Also nicht, dass sie das gar nicht auf dem Plan gehabt hätten. Die nutzen jetzt das Wort fahrscheinlos.
Und ansonsten gibt es aber auch viele Initiativen, die unter dem Begriff Bürgerticket laufen. Das vielleicht nochmal so zum Überblick. Und ja, die anderen Folien sind nur so entsprechende Fragen, die gehen wir jetzt nicht direkt durch, es sei denn, es kommen diese Fragen auch auf. Bevor ich jetzt rumfrage, wer zum Beispiel in seinem Wahlkreisbüro tolle Ideen hat, was er dort tun kann, erstmal die Fragen. Grumpy. Danke. Wahlkreisbüro, können wir ja dann später zukommen. Ich habe eine Frage für Teilbereiche nochmal in Sachen Finanzierung. Thema Potenzialauslotung sind dabei ja immer mit einzubeziehen, wo man Gelder einsparen kann. Habt ihr mal darüber nachgedacht, es gibt ja auch so Pläne von einzelnen Verkehrsverbünden in Nordrhein-Westfalen, die komplette hermetische Abriegelung von einzelnen Haltestellen, also von U-Bahn zum Beispiel aus anderen Ländern kennt man das ja mit diesen Metallschranken. Wir hier haben ja ein relativ offenes System, wie weit das zukünftig kostentechnisch mit drin ist. Und zum Beispiel auch, also jetzt nochmal, weil dann vielleicht hatte ich das gerade übersehen, und dann zum Beispiel auch, ob ihr mal mit einbezogen habt, was so die Kosten im Bereich Personal anbelangt, wie sie vergangenes Wochenende angefallen sind in Form von Überstunden der Polizei durch so Massenkontrollen zu Spitzenzeiten. Das ist ja auch nicht gerade wenig, könnte ich mir vorstellen. Was, also nach dem Motto Thema Schwarzfahrerverfolgung, hochgerechnet einmal im Bereich der Exekutive, also die zusätzlichen Polizeieinsätze, wie halt bei solchen Blitzer-Fahrscheinlos-Marathons, wie wir sie letztes Wochenende hatten, oder wie inwieweit da noch zusätzliche Kosten anfallen für die Betreuung im Rahmen der Justiz, nämlich die Leute, die dafür sogar in den Knast wandern und oder die Gerichtskosten, die überhaupt entstehen durch solche Verhandlungen, wo ja auch jede Menge Zeitaufwände mit entstehen. Das sind ja alles Aspekte, die eigentlich, wenn man sagt, man macht das Fahrschein frei, die auf diese Weise entfallen könnten. Ob ihr da so ein Potenzial euch mal angeguckt habt? Ich fange mal mit der ersten Frage an, den Sperren oder diesen Zugangsbeschränkungen. Es ist nicht so, dass es nicht Leute gäbe in Nordrhein-Westfalen, die sich das nicht schon mal überlegt hätten, und ab und zu hat mal jemand eine Aussage getroffen, und als einmal, ich glaube Herr Husmann vom VR war das, eine Aussage getroffen hat, haben wir gleich mit einer parlamentarischen Initiative hier im Landtag geantwortet, um die Absurdität darzustellen solcher Zugangssperren bei uns in Nordrhein-Westfalen. Man kann sich das natürlich bei so einer U-Bahn oder so gut vorstellen, ne? Dann hat man diese Sperren. Und da muss man drüber springen, wie man das aus Paris kennt. Und wenn man schwarz fahren möchte. Aber bei so einer S-Bahn schon alleine in Nordrhein-Westfalen funktioniert das schon nicht mehr. Und den ganzen anderen Bus- und Bahnsystemen auch nicht. Also das ist schon allein aus Gründen der Praktikabilität und auch der Barrierefreiheit. Man muss natürlich immer noch daran denken, dass man diese Dinger dann auch noch barrierefrei hinkriegen muss. Nicht umsetzbar. Hohe Kosten fallen natürlich sowieso an. In einem sehr geschlossenen System kann man dann durch weniger Schwarzfahren natürlich jetzt rein betriebswirtschaftlich die Kosten wieder reinholen. Aber da sind wir beim nächsten Thema, dem Schwarzfahren und überhaupt Kosten, SODA-Kosten, die es gibt durch die Polizei. Es ist ja so, dass in Deutschland generell Polizei und alles andere, auch natürlich, dass jetzt, wenn ein Schwarzfahrer ins Gefängnis müsste und die Gerichte sich mit beschäftigen, aber vor allem Polizeieinsätze nicht mitgerechnet werden, wenn es um irgendwelche Veranstaltungen oder um irgendwelche anderen Einsätze geht. Das heißt, die Kosten sind irgendwo abgebildet, haben wir im Verkehrsbereich aber generell, also versuch mal zu ermitteln, wie viel es kostet, die Straßen in einer Ortschaft zu unterhalten, man wird es nicht hinkriegen, weil es so viele Posten gibt, die dafür verantwortlich sind. Und so viele Geldtöpfe, so viele Quellen, wird man nicht hinkriegen. Ähnlich ist es, gut, bei der Polizei, das könnte man wahrscheinlich ausrechnen, habe ich aber keine Zahlen zu. Schwarzfahren generell ist natürlich
erhöhtes Fahrgeld, was man da zahlen muss, die 60 Euro. Wenn man mal bedenkt, wie viel Schwarzparken kostet, oder Erschleichung von Beförderungsbedingungen heißt es ja, Beschleichung von Beförderungsleistung, genau, heißt es. Es gibt ja nicht den Bestand des Erschleichung von Parkraum oder Parkraumerschleichung, gibt es ja nicht. Das heißt, wenn ich schwarz parke, zahle ich viel, viel weniger, als wenn ich schwarz fahre. Das ist natürlich ein Unterschied, den man... Außer die schleppen das Auto an. Ein Unterschied, den man sich auch mal angucken kann. Okay, aber die Kosten, weiß ich nicht, ob die schon mal jemand insgesamt ermittelt hat. Ich glaube nicht, dass man so die ganzen Kosten mal aufschlüsselt. Nein. Also die Piraten in ja, es gibt kleine Anfragen in Berlin zu dem Thema. Dietmar. Ja, du erwähntest es vorhin ja auch in Bezug auf NRW, dass sich das flächendeckend schlecht machen lässt. Da spielt natürlich das, was du zuletzt sagtest, mit den vielen Pöstchen und vielen Töpfen eine Rolle. Und den mindestens 7, 8, wenn ich gar mit einer studentischen Tickettarife Verbundmöglichkeiten zusammennimmt, sind es wahrscheinlich 9 oder vielleicht sogar noch mehr Verbünde. Wie sehr oder wie stark kann man die denn alle mal einbinden, um denen klarzumachen, dass das ganze System nur Sinn macht, wenn alle gemeinsam aktiv werden? Also solidarisch, nicht? Solidarisch fahrscheinfrei, ohne dass jetzt, sagen wir mal, die einzelnen Kommunen, die dort gebunden sind, in den Verbünden Nachteile erleiden würden. Wenn gleich natürlich Posten wegfielen, das ist wohl klar. Denn die Pfründe, um die geht es hier doch ganz maßgeblich. Und ich denke, dass die Pfründe die Hinderungssituationen sind, die unser Ziel mittel- bis langfristig erreichen lassen oder eben nicht erreichen lassen. Es ist ein Riesenproblem in Nordrhein-Westfalen, dass wir so viele Pöstchen haben, um es mal grob zu sagen. Wir haben ja 3 Zweckverbände, aber den 3. Zweckverband hat man nicht einfach geschaffen, indem man vieles vereinfacht hat, sondern indem man einfach noch eine Ebene dazugeschoben hat. Und darunter haben wir unglaublich viele Verkehrsverbünde, vor allem dann in Richtung Ost-Nordrhein-Westfalen. Und darunter wieder Ebenen und so weiter und so fort. Und man sieht auch, dass man in Nordrhein-Westfalen immer oder in vielen Fällen versucht, etwas zusammenzufassen, indem man einfach noch eine Ebene reinzieht, wo noch mal Pöstchen sind. Sehr schön zu sehen bei einem Zusammenschluss VIA, wo man nicht eine Fusion gemacht hat von Verkehrsbetrieben, sondern wo man noch mal eine Ebene dazugezogen hat und wo man noch mal sozusagen einen Vorstand hat und so weiter und so fort. Unglaublich zersplittert in Nordrhein-Westfalen. Und das macht das Ganze natürlich schwierig. Einmal müsste man eigentlich radikal das entmisten, um das sozusagen. Da sind wir auch nicht die einzige Fraktion, die das so sieht. Aber im Großen und Ganzen klappt es halt trotzdem irgendwie derzeit nicht. Mal gucken, was nachher bei Handlungsempfehlungen in der Enquete-Kommission rauskommt. Und man hat natürlich zusätzlich das Problem, dass jeder auch seine Fahrgeldeinnahmen haben möchte. Und zwar am liebsten die auch, die gerecht bei einem selbst auflaufen. Es gibt einen ganz, ganz komplizierten Verteilungsschlüssel. Ich sage einfach mal, der sei kompliziert. Er ist auf jeden Fall nicht so besonders, besonders durchsichtig, weil es wird auch verteilt auf Grundlage von Befragungen, die aber nur Hochrechnungen sind, wo es im Grunde gar nicht so viele Leute befragt werden. Da gibt es die schönen Aussagen von einem Probanmitglied zum Beispiel, das dann irgendwo fernab mal befragt wurde und sagte, ja, ich bin von da nach da gefahren. Hat er zwar nur heute gemacht, aber er wurde befragt und ab sofort ist diese Strecke also total wichtig. Ist, ja,
Also wenn man mal befragt wird im Bus und Bahn, immer schön weite Strecken angeben oder sowas oder möglichst den Startbahnhof angeben, wo man meint, der sollte höhere Beachtung finden oder so. Man kann dann die Statistik verfälschen. Ist noch viel eher möglich, als wenn man wegen einer Wahlumfrage anrufen will. Aber das macht es halt sehr kompliziert. Es gibt andere Systeme, es gibt auch andere Länder mit Verkehrsbetrieben und Verkehrsverbünden, wo man einfach sagt, okay, wir haben zwar Fahrgeldeinnahmen, aber es darf immer derjenige einfach das Geld behalten, der das Ticket verkauft hat. Und wir rechnen leider gar nicht um. Das macht es natürlich einfacher, aber damit wären die nordrhein-westfälischen Pöstchen nicht zufrieden. Hast du eine Ergänzung? Nö. Ja. Ihr habt ihr im Rahmen der, das was ich nicht weiß, oder im Rahmen der Enquetekommission oder außerhalb der Enquetekommission geprüft, ob es landesgesetzgeberische Möglichkeiten gibt, diesem, ich sag mal, Wildwuchs oder diesem Übermaß an Verkehrsverbundgestaltungskriterien entgegenzuwirken. Und zwar jenseits von Enteignung, Gottes Willen. Ja, das will ich gar nicht hier. Es geht ja hier ganz maßgeblich auch um die Bereitstellung der Infrastruktur flächendeckend, vollkommen klar, nicht? Daseinsvorsorge etc. pp. Ist das geprüft, wird das geprüft oder welche Möglichkeiten hat der Landesgesetzgeber, da Einhalt zu gebieten? Oder das ganze Ding einfach mal kaputt zu schießen? Ist das vielleicht geprüft worden? Letztendlich ist eine Sache, wie das Land das Geld verteilt. Also das Land hat da schon große Einflussmöglichkeiten, ist also nicht die Hände gebunden. Also das Land verteilt da das Geld, die Betriebe, wie wir ja gesehen haben, können ja nicht von den Fahrscheinverkäufen bestehen. Insofern sind sie ja eher angewiesen darauf, wie es Geld ankommt. Und da lässt sich allein dadurch ja schon viel regeln. Ansonsten ist das genau eine Frage für den 26. Februar in dieser Anhörung, die ja öffentlich ist und auf die ich dann an der Stelle nochmal verweise. Gibt es Fragen aus Essen? Ja, das ist eine gute Frage. Gibt es Fragen aus Essen? Ihr dürft ihn in den Pet-Chat schreiben. Da steht nichts. Ich gucke schon die ganze Zeit auf mein Handy. Ich sehe viele Twitter-Nachrichten, dass es Kaffee gibt. Kaffee ist ganz wichtig. Kaffee habe ich gerade gesehen. Aber in Essen gibt es Kaffee. Ja. Ich sehe hier Bilder von Menschen, die Kaffee trinken und sich unsere Fraktionssitzung angucken. Aber ich habe bis jetzt so keine Fragen. Wenn es da welche gibt, mögen die sich melden. Ich schlage Folgendes vor, wir springen kurz noch zu dem Punkt unserer... Nein, ich schlage Folgendes vor, wir machen jetzt Zigarettenpause und zwar bis 12. Und um Punkt 12 machen wir weiter. Bis dahin können noch Fragen aus Essen kommen, vielleicht dauert es ja ein bisschen. Dann können wir die Fragen beantworten um 12. Und danach machen wir noch den Punkt unserer eigenen Anträge. Das ist ja das Letzte, was noch offen ist. Also jetzt Zigarettenpause, 12 Minuten bis um 12. Raucht schnell. Essen trinkt Kaffee. Essen trinkt Kaffee. In Essen gibt es kein Essen. Gut, weiter geht es. Mich haben nach wie vor keine Fragen erreicht. Es wird gelobt in Essen, dass wir das Legevideo zur Verkehrswende haben. Das wurde gezeigt. Mehr solche Videos sollen bitte gemacht werden. Aber ansonsten... Bitte? Irgendwas mit ÖPNV. Gut, ansonsten habe ich keine Fragen erhalten. Das heißt, wir gehen jetzt... Fragen nach Essen stellen. Wie schmeckt der Kaffee? Habe ich versucht, aber es kommt kein Feedback. Gut, dann bedanke ich mich bei Olli für diesen Vortrag, der sehr informativ war. Und alle, die in Essen sind und woanders, sollen am 12.03. ins Unperfekthaus kommen. Ins Unperfekthaus zum Fahrscheinfreitag an einem Samstag. Zum Fahrscheinfreitag am Samstag. Sehr gut. Nico. Und den Oliver würde ich gerne für den 1. Mai zu einem entsprechenden Themenschwerpunkt nach Recklinghausen einladen. Mit dem Thema ÖPNV. Kannst du mal gucken, ob du das hinkriegst?
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu Top 5, Vorbereitung der Plenarsitzung am 26., 27., 28. Januar. Wir springen nochmal zu dem Top, vorhin haben wir gemacht, Reden- und Abstimmungsempfehlungen. Jetzt sollten wir nochmal über die eigenen Anträge kurz reden, die kurz vorstellen. Auch das so in dieser Form neu, das haben wir sonst immer in dem Redner- und Abstimmungsempfehlungsteil gemacht. Das haben wir jetzt entsprechend umgestellt. Für den ersten Antrag, Einrichtung und Besetzung einer Stelle eines unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Der Olaf, schätze ich mal, sagt dazu was. Ja, hallo alle. Genau, vor allem auch die Leute, die jetzt in Essen zuhören und auch alle anderen Leute am Stream. Wie der Titel schon sagt, fordern wir mit dem Titel die Einrichtung und Besetzung. Und jetzt mache ich es kurz. Normalerweise wird diese Person kurz Kinderbeauftragter oder Kinderrechtsbeauftragter im allgemeinen Jargon genannt. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen auch mal eine solche Person. Die ist allerdings 2005, glaube ich, wieder eingestellt worden, als sowieso eine ganze Menge Beauftragter von der Landesregierung damals aus finanziellen Gründen, sage ich jetzt mal, eingestellt worden sind. Ist auch damals der Herr Eichholz, der damalige Kinderbeauftragte, so hieß er auch offiziell, eingestellt worden, und den haben wir seitdem nicht mehr. So, der ein oder andere Minister hat sich seitdem immer mal wieder angemaßt, dass er diese Stelle übernimmt, was ich immer ein bisschen komisch finde, wie man mit sich selbst so sehr in Diskussionen kommen kann. Also ohne multiple Persönlichkeiten kann ich mir das sehr, sehr schlecht vorstellen. Wer unsere Anträge zum Thema Kinderrecht im letzten Jahr vor allem verfolgt hat, im Gegensatz zu den anderen Anträgen, wo wir wirklich ganz, ganz neue Ideen, Sachen vorgeschlagen haben, wo wir echt gesagt hätten, da könnte das Land mal einen komplett neuen Weg gehen, auch mal neue Ideen umsetzen, die natürlich alle von der Mehrheit hier abgelehnt worden sind, ziehen wir uns jetzt mit diesem Antrag eigentlich mal auf die Standardsache zurück. Dazu muss man wissen, es gibt einen ständigen Untersuchungsausschuss von der UN, wie die Kinderrechte in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Und jetzt muss man wissen, das liest sich zwar immer ein bisschen sehr, sehr weich, aber viel mehr als weich, also mehr als kritisieren oder sein Besorgnis äußern kann dieser Untersuchungsausschuss auch nicht. Und in dem Fall ist es eigentlich schon eine sehr, sehr harte Kritik. Ich lese mal einfach den einen Punkt aus diesem Bericht vor. Der Ausschuss, also der UN-Ausschuss, ist weiterhin besorgt wegen des Fehlens einer zentralen Stelle zur Koordinierung der Umsetzung des Übereinkommens im Vertragsstaat, mit dem Vertragsstaat ist die Bundesrepublik Deutschland gemeint, auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Und somit stellen wir jetzt ganz normal den Antrag, dass diese Forderung oder Empfehlung des UN-Ausschusses für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen auch hier in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird und diese Stelle wieder neu besetzt wird. Der Antrag ist relativ einfach. Wir fordern in dem Antrag wirklich nur die Besetzung einer solchen Stelle. Und im Feststellungsteil stellen wir einfach fest, oder im Feststellungsteil wollen wir feststellen lassen, was die offiziellen, auch von der UN vorgesehenen Aufgaben eines solchen Beauftragten sind, ohne die jetzt wirklich mit in den Forderungsteil zu nehmen. Das ist jetzt eine Sache der Diskussion. Wir wollen die Diskussion größtenteils dahin lenken, dass eine solche Person gebraucht wird und nicht jetzt unbedingt die ganz große vertiefte Diskussion führen, wenn sie gebraucht wird, welche Kompetenzen sie jetzt wirklich genau braucht. Das ist auch mit mehreren Wissenschaftlern, Kinderrechtlern so abgesprochen. Er ist also mit mehreren Leuten zusammen auch extern entwickelt worden. Das soweit zu dem Antrag. Wenn noch irgendwelche Fragen zu dem Antrag sind, werde ich die natürlich gerne beantworten. Gut, gibt es Fragen dazu? Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir zur Vorstellung des Antrags. Geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen. Simone. Ja, danke. Wir haben ja die Situation, dass Asylbewerber in der Regel in großen Sammelunterkünften untergebracht sind. Wir kennen das, gerade die Erstunterkünfte
sind Risi-Unterkünfte mit mehreren hundert Menschen. Die Problemstellung ist, dass dort Frauen, Kinder, alleinerziehende Mütter etc. keine Rückzugsräume haben. Sie haben keine Räume, die abzuschließen sind, keine Sonderbereiche. Und dementsprechend kann das auch gefährlich werden für geflüchtete Frauen und Kinder. Man muss sich das vorstellen, allein wenn man mehrere hundert deutsche Menschen beliebigen Geschlechts irgendwie in so einer riesigen Unterkunft unterbringt, dass es da sehr leicht zu Spannungen kommt. Der Antrag nimmt sich jetzt dieses Problems an. Es gibt zum einen eine EU-Aufnahmerichtlinie von 2013, die immer noch nicht umgesetzt worden ist. Und der Antrag fordert einmal auf, dass gesonderte Unterkünfte für Frauen und Kinder zur Verfügung gestellt werden soll, dass die Konvention jetzt bzw. die EU-Aufnahmerichtlinie entsprechend umgesetzt wird, um besonders zu schützende wie chronisch erkrankte Schwangere, Traumatisierte oder Menschen mit Behinderung besonders geschützt werden. Und auf der anderen Seite auch, dass die Unterkünfte von Flüchtlingen besser vor rechter Gewalt geschützt werden. Gibt es Fragen dazu? Danke. Gut, da Simone schon gefragt hat, es keine Fragen gibt, kommen wir zum nächsten Antrag. Mehr Verschlüsselung wagen. Staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Lukas. Die Niederlande hat sich Anfang dieses Jahres mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Hintertüren für Ermittlungsbehörden und Geheimdienste in Software und in Verschlüsselungsmechanismen in Software einzubauen und sind dann halt in einem Thesenpapier zu der Erkenntnis gelangt, dass Verschlüsselung ganz wichtig für die Grundwerte unserer Demokratie ist. Was ich sehr bemerkenswert fand, ist, dass die Niederlande sich sogar dazu entschieden hat, finanzielle Mittel in Höhe einer 500.000 Euro eben für Open-Source-Projekte zur Verfügung zu stellen, die eben an diesen Verschlüsselungselementen oder Softwareprogrammen arbeiten. Und das ist sehr begrüßenswert, weil diese Open-Source-Projekte werden hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen, die dann teilweise auch eben diese ganzen Kosten für Infrastruktur und so weiter aus eigener Tasche bezahlen, also sehr ideologische Menschen, die das tun. Und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn das die Niederlande können, wieso kann das NRW nicht? Und habe deswegen diesen Antrag gestellt. Wir werden uns also im Plenum nicht nur über die Rolle von Verschlüsselung, sondern auch ein bisschen über Open Source unterhalten und natürlich unsere Forderungen mal von den anderen reflektieren lassen, wie es denn wäre, die mal zu fördern. Und ich bin mal sehr gespannt, was die anderen Fraktionen so von sich geben werden. Der Antrag wird sofort abgestimmt. Ich habe bis jetzt noch kein Argument gehört, weder aus unseren Reihen noch irgendwie von den anderen, wieso man ihn in die Ausschüsse überweisen sollte. Ich wüsste auch nicht so genau, in welchen Ausschuss ich ihn denn schicke. Insofern, wenn ihr da Anregungen oder Ideen habt, wieso er unbedingt in euren Ausschuss müsste, wäre das jetzt der Punkt, das anzubringen. Ansonsten bleibt es so, wie es ist und er wird dann direkt abgestimmt und wir haben eine Meinungsäußerung der anderen Fraktionen. Gut, das Argument wird wie immer sein, wir hätten so gerne über den Antrag geredet, so können wir ihn natürlich nur ablehnen, Aber also auf dieses Argument bin ich quasi vorbereitet. Als Antragsteller steht es uns oder mir ja frei, noch während der Debatte das Angebot zu machen und den Antrag entsprechend in einen Ausschuss zu schieben. Also das ist für mich kein Argument, insofern Feuer frei. Alles klar. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ideen, Umformulierungen, neue Deckblätter zu diesem Antrag? Niemand? Schade. Ja, Insider, ich weiß. Egal. Gut, wenn es keine Fragen gibt, kommen wir zum nächsten. Informatisch, ich will immer informatorische sagen und ich weiß, es ist falsch. Informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Eigentlich müsste Moni den vorstellen, ich übernehme das mal für Sie.
Es ist einfach so, dass in der Lebens- und Arbeitswelt immer mehr Informatik ankommt. Es wird immer mehr mit Technik hantiert. Experten sagen uns, dass es wichtig wäre, so früh wie möglich anzufangen mit informatischer Grundbildung. Dabei geht es nicht um Programmieren. Das werden wir auch immer wieder betonen müssen, weil viele Leute Informatik mit Programmieren verwechseln, sondern es geht schon um so einfache Dinge wie Kinder im Kindergarten, sortiert euch mal nach Größe. Das heißt, logisches Denken wird geschult, problemlösungsorientiertes Denken wird geschult und darum geht es bei diesem Antrag. Wir werden den ja im umgekehrten Verfahren einbringen, das heißt, wir werden dann nochmal drüber reden, aber es geht einfach darum, dass Informatik heutzutage unverzichtbar ist. Kinder, Jugendliche müssen von der Pike auf lernen, wie die Dinger, mit denen sie da arbeiten, funktionieren, damit sie vor dem geschützt sind, dass Leute sie da entsprechend über den Tisch ziehen können, dass sie Programme installieren und so weiter und so weiter. Ihr kennt die ganzen Problematiken. Grumpy. Ich hätte eine konstruktive Ergänzung, weil immer wieder die Frage kommt oder oftmals der Gedankengang entsteht bei den Leuten, dass Informatik mit Programmieren gleichgesetzt wird. Ja, ohne jetzt genüsslich auf die Wikipedia verweisen zu wollen, nur kurz die Klarstellung. Informatik hat nicht nur, besteht nicht nur aus Programmierung, sondern es geht halt auch wirklich um logisches Denken. Und ja, aber trotzdem, es ist nochmal die Bestätigung. Ich unterstreiche es einfach nochmal, weil es ist in jeder Mumble-Sitzung, die auch wir selber führen, kommt dieser Fehler immer wieder nach vorn. Jo, gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Ideen, Änderungsanträge, geänderte Deckblätter zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum fünften Antrag von uns und zum letzten. Schluss mit gefühlter Sicherheit. Keine Ausweitung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen. Frank. Jo, wir wollen hier aktionistische Maßnahmen der Landesregierung zum Thema machen. Ihr erinnert euch, wir hatten die Vorfälle von Silvester. Wir hatten eine Sondersitzung des Landtags dazu und da kommt die Landesregierung bzw. die regierungstragende Fraktion Rot-Grün und sagen, was machen wir da? Wir machen mehr Videoüberwachung, damit sowas nicht nochmal passiert. Und da gibt es einfach einen Widerspruch, da muss man drüber reden, weil es haben 80 Kameras in Köln die Szenerie beobachtet. Es ist trotzdem passiert, also grundsätzlich ist mal klar, dass mehr Kameras keine Straftaten verhindern. Das muss immer wieder angebracht werden. Das ist der Hauptgrund dieses Antrags. Wir haben hier ein Polizeigesetz NRW, was wir vor 2 Jahren hier sehr ausführlich debattiert haben, wo sehr eingeschränkte Regelungen sind, die den öffentlichen Raum zu beobachten, weil die Beobachtung des öffentlichen Raums durch Kameras immer eine Einschränkung der persönlichen Freiheit ist. Und wir haben eine Evaluierung dazu gehabt und diese Evaluierung sagt ganz klar, dass ganz genau überprüft werden muss, ob die wissenschaftlich überprüft werden muss, ob eine Kameraüberwachung wirksam ist. Nur dann darf sie weiter ausgebaut werden. Das fehlt hier, das hat die Landesregierung und Rot-Grün nicht gemacht. Sie hat einfach aktionistisch gesagt, hey, wir brauchen wieder mehr Videoüberwachung und wir halten das halt für weiße Salbe und verlangen mit diesem Antrag, dass einfach die Evaluierung vorgelegt wird, dass der Beweis erbracht wird, dass Videoüberwachung wirksam ist. Ich bin der Meinung, dieser Beweis kann nicht erbracht werden. Der ist bisher auch nie noch nirgendwo erbracht worden. Ja, wie gesagt, das wollen wir halt zum Thema im Landtag machen. Und ich freue mich schon auf die Debatte dazu. Vielen Dank, Frank. Grumpy? Ergänzend hierzu möchte ich auf die Stadt Meschede in Nordrhein-Westfalen verweisen, wo jetzt auch nochmal auch pressetechnisch alle Ratsfraktionen gesagt haben, dass zum Beispiel also in Meschede es überhaupt keinen Bedarf an Videoüberwachung gibt. Und vor allen Dingen heißt es auch aus der Stadt heraus, dass es viel wichtiger ist, vor Ort mit Menschen, das heißt also mit Polizisten regulär, die den direkt als direkte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger halt auf der Straße zu haben. Das heißt also, die Maschine kann in diesem Fall nicht den Menschen ersetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich, dass Meschede das genau so halt auch nochmal betont hat. Gut, gibt es weitere Anmerkungen, Fragen zu diesem Antrag?
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hätten wir als letztes noch den Änderungsantrag, da haben wir aber jetzt vorhin schon drüber gesprochen, zum Thema Krebsregister. Gut, dann wären wir noch beim, nein, Moment, dann sind wir am Ende des öffentlichen Teils für den Stream in unser K-Office. Der Olli. Ich muss natürlich öffentlich machen, aber ich kann das auch nicht, ist auch nicht, nicht öffentlich, nicht sinnvoll, ach egal. Also, ich weiß nicht, ob ich morgen, also ich habe meine Reden erst Donnerstag, ich weiß nicht, ob ich es morgen gesundheitlich hinkriege, da einen ganzen Plenartag zu machen. Deshalb, ich habe eine Besuchergruppe um 11 Uhr. Gibt es jemanden von euch, der um 11 Uhr noch eine Besuchergruppe übernehmen kann? Aber du warst schon sonst, du hast gesagt, Ende öffentlichen Teils. Ach so, okay. Gibt es jemanden, der um 11 Uhr? Olaf? Okay. Ich dachte, ich nutze mal das Plenum hier. Gut. Ja, gut. Ja, wir hatten ja die anderen Teile vorgezogen, deswegen wäre jetzt Ende des öffentlichen Teils für den Stream nach Essen. Und wir kämen in den Bereich Sonstiges, wobei, wenn sich jetzt niemand meldet, sind wir auch tatsächlich am Ende des gesamtöffentlichen Teils. Möchte jemand zum Thema Sonstiges noch etwas sagen? Anmerken? Erklären? Ja, erkläre ich natürlich auch gerne nach Essen, wenn ihr überhaupt noch da seid, liebe Essener, liebes Team in Essen. Also wir haben einen öffentlichen Teil, der wird jeden Tag gestreamt, also jeden Fraktionssitzungstag gestreamt. Wir haben einen politischen Teil, den streamen wir auch an unser K-Office vor Ort. Und wir haben natürlich einen organisatorischen öffentlichen Teil, der ist wahrscheinlich nicht so interessant für euch. Da könnt ihr lieber Gespräche am Wagen führen. Und deswegen haben wir einen, nennen es mal K-Office-öffentlichen Teil, einen öffentlichen Teil, der gestreamt wird. Und dann haben wir nicht öffentliche Teile. Da wird über entsprechende strategische Überlegungen geredet, sofern sie denn nicht öffentlich werden sollen, bevor man denn die entsprechende Aktion durchführt. Und es wird auch im ganz internen Teil über Sachen geredet, wie Mitarbeiter, interne Organisation und so weiter. Alles, was mit Datenschutz zu tun hat. Das dazu. Gut, wenn es zum Bereich Sonstiges nichts mehr gibt, dann schließe ich hiermit auch den öffentlichen Teil. Was? Links? Möchte, dann sag doch was. Noch kurzer Hinweis, morgen sind wir ja vor Ort dann halt in Düsseldorf, bei der LGS. Ja. Nee, nicht bei der LGS, sondern vor dem Karschhaus, also an der Heinrich-Heine-Station. Und dort werden wir ja dann auch entsprechend die Aktuelle Stunde live übertragen. Das finde ich schon, glaube ich, wird ganz spannend werden. Da freue ich mich schon mal. Hallo, Haare Zähneputzen. Donnerstag sind wir in Neuss, da werden wir auch eine Aktuelle Stunde übertragen. Und Freitag sind wir in Witten, da gibt es keine Aktuelle Stunde. Schade. Da suchen wir uns einen anderen Top aus. Alles klar, dann beende ich hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung. 12.22 Uhr und wir machen mit dem nicht öffentlich fraktionsöffentlichen Teil weiter, sobald der Stream aus ist. Auf Wiedersehen.